Ja, meine Damen und Herren, Hintergrund für diese Veranstaltung heute, man kann auch sagen Anlass, ist dieses Buch, Was ist mit den Amis los, das ist übrigens hier auch dann zu kaufen gibt. Der Autor, Dr. Christoph von Marschall, ist hier, den ich schon einmal vorneweg sehr herzlich begrüße. Herzlich willkommen. Wir werden natürlich eine ganze Menge von diesem Buch hören. Es erklärt die kulturellen und politischen Unterschiede zwischen den USA, Deutschland und Europa, die ja mitunter ziemlich gravierend scheinen. Aber das Buch trägt eine ganze Menge da zum Verständnis bei und ich freue mich, dass wir hier heute das vorstellen können und nimmt sozusagen mal, ausgehend davon werden wir natürlich einen Schritt weitergehen, dass das Buch natürlich noch nicht leisten konnte, aktuell auf die Situation, wie wir sie jetzt auch über die Medien ja immer hören, vor den Präsidentschaftswahlen in den USA und das wird dann auch die Diskussion sein, dann auch mit einem weiteren Gast und unserem Moderator. Und ich darf die Gäste noch mal ein bisschen vorstellen, also Dr. Christoph von Marschall, Journalist, Autor dieses Buches, er ist promovierter Historiker, seit einigen Jahren beim Berliner Tagesspiegel als Journalist tätig, USA-Korrespondent für den Tagesspiegel, ist regelmäßig in den USA, berichtet von dort, hat eine ganze Reihe oder einige wichtige Bücher geschrieben. Zum Beginn der Obama-Ära, ein Buch, das hieß Barack Obama, der schwarze Kennedy, auch über Michael Obama, jetzt dieses Buch. Also wir sind sehr gespannt und vor allem sehr froh, dass wir Sie heute hier in Leipzig haben. Und da war der Link nach Dresden gar nicht verkehrt, morgen auch zu einer Veranstaltung der Eberstiftung in Dresden. Also schön, dass Sie da sind. Hier auf meiner Seite begrüße ich Professor Christa Garrett, der schon überall auf der Welt mal zu Hause war, auch in Europa schon hier und da, den es aber dann, das kann man sehr gut verstehen, nach Leipzig gezogen hat. Und derzeit wegen einer Frau. Wegen einer Frau und inzwischen auch mit Kindern, genau. Und der aus Kalifornien kommt und hier an der Universität amerikanische Kultur und Geschichte lehrt und der eigentlich heute gar nicht arbeiten durfte, weil ja die USA heute einen Feiertag hat. Das ist der Labor Day. Also schön, dass Sie trotzdem da sind. Herzlich willkommen. Danke. Ja, und schön, dass wir Holger Mann gewinnen konnten für die Gesprächsleitung. Holger Mann ist Mitglied des Sächsischen Landtages, Mitglied der SPD-Fraktion, jetzt in der zweiten Legislatur als Mitglied des Sächsischen Landtages, dort hochschulpolitischer Sprecher der SPD, auch noch in anderen Aufgaben natürlich und Leipziger Abgeordneter, ich sagte das schon, freue mich sehr, dass du heute hier die Gesprächsleitung übernimmst. Und gleich auch noch ein bisschen kurz zum Prozedere des Abends, ein paar Worte vorneweg und dann geht's mit rein. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen am heutigen Abend, der ja so eine Mischung wird aus Vortrag, Lesung, Diskussion und Gespräch. Das letzte ist mir besonders wichtig, auch wenn ich heute die Ehre habe, die Gesprächsrunden hier zu leiten. Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ist es immer gute Tradition, dass man miteinander ins Gespräch kommt und auch dafür soll heute noch Zeit sein. Deswegen wird die Vorrede nicht lang und ich werde auch zumindest jetzt nicht nochmal Bezug auf die Biografien und bieten, der beiden Gesprächspartner hier vorne nehmen. Wir werden jetzt gleich von Herrn Dr. von Marschall einen kurzen Einstieg finden, der sich weniger stark auf das Buch konzentriert, sondern eher stark auf das Thema, das nicht wenige von Ihnen hierher bewegt haben dürfte, nämlich die Präsidentschaftswahlen in den amerikanischen Staaten und das politische System. Nichtsdestotrotz geht es im Buch nicht zuletzt um amerikanische Kultur und natürlich auch das gegenseitige Kulturverständnis und auch dem soll heute Platz bleiben. Wie gesagt, es wird so ein Stück weit ein viergeteilter Abend. Ich sagte es gerade, nicht eine lange Vorrede. Herr von Marschall, Dr. von Marschall, bitte starten Sie in unseren Abend. Ich wünsche uns allen einen guten Schub. Bis dann. Ach so, noch ein Hinweis. Wenn wir Sie dann nicht anschauen sollten hier oder andersrum, wenn wir uns nicht anschauen und das so ein bisschen wirkt, als würden wir uns nicht mögen, so ist das definitiv nicht. Das liegt ein bisschen an dem Mikrofon.
Und wenn Sie das Gefühl haben sollten, dass auch das starre Reden ins Mikrofon nicht hilft, dann geben Sie uns ein Zeichen, dann gibt es hier vorne einen Toningenieur, der versucht noch rauszuholen, was aus diesem Anlage und diesem Raum rauszuholen ist. Dankeschön. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, in Leipzig zu sein und man freut sich, die Welt ist klein, auch immer indirekte Verwandte hier angesprochen zu werden. Meine Familie, Marschall von Bieberstein, kommt ja ursprünglich aus Sachsen, aber wir haben schon vor 300 Jahren rüber gemacht, also nicht erst. Waren ansässig zum Teil in der Gegend von Altenburg. Da gibt es Schloss Gnandstein, Sächsisches Landesmuseum. Den Grundturm, den Wehrturm, haben angeblich meine Vorfahren gebaut. Und Bieberstein ist ja dann in der Nähe von Dresden, da kommt der Name meiner Familie her. Also es ist ein bisschen back to my roots. Ja? Also ich fühle mich dann hier indirekt zu Hause, wenn Sie mir erlauben, das als ein gebürtiger Freiburger, Freiburg im Breisgau, nicht an der Saale und Struth, und mit I und nicht Y. Aber dennoch, ich fühle mich also immer sympathisch verbunden, wenn ich nach Sachsen komme und freue mich, heute Abend hier zu sein. Im Schnelldurchgang möchte ich Sie ganz kurz einführen in die Psychologie dieses Wahljahrs und muss damit beginnen, dass wir uns in diesem Wahljahr dauernd geirrt haben, woraus man am besten die Konsequenz zieht, keine Prognosen mehr abzugeben. Denn wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, hätte ich Ihnen gesagt, dass Donald Trump wahrscheinlich nicht sehr weit kommen wird. Das ist auch die einzige Stelle in diesem Buch, die ich nicht mehr so schreiben würde. Ich befinde mich in sehr, sehr guter Gesellschaft. Fast alle amerikanischen Experten haben Donald Trump nicht vorne gesehen. Die meisten deutschen Amerika-Experten auch nicht. Ich kenne niemanden, der es anders gesehen hat und das überzeugend begründen kann, dass ihm das nicht erst jetzt eingefallen ist, dass er das anders gesehen hat, schon damals. Nicht sehr immer die Frage, wie man mit seinen Irrtümern umgeht. Aber ich werde dennoch nachher eine Prognose abgeben. Also, das ist die große Überraschung dieses Wahljahrs. Donald Trump, den hatten wir nicht auf der Liste. Und wenn man merkt, dass man Irrtümer begangen hat, dann muss man sich ja auch fragen, warum haben wir uns geirrt? Und um es mal ganz kurz sozusagen zu sagen, was wir unterschätzt haben, wir Amerika-Experten, mich inklusive, die große Protest- und Anti-Establishment-Stimmung in diesem Land. Und es ist wichtig, die gibt es nicht nur auf der Rechten. Gerade wir Deutschen neigen wegen unserer Geschichte dazu, Populismus, das ist immer irgendwie rechts, nicht? Es gibt auch Linkspopulismus. Sorry, daran muss man erinnern. Nicht nur Donald Trump war eine große Überraschung, sondern auch dieser Mann, Bernie Sanders, war eine große Überraschung. Er ist nicht Kandidat geworden, aber wir sind alle darüber überrascht, wie lange er für Hillary Clinton ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner war. Die amerikanische Mitte liegt weiter rechts als die deutsche Mitte. Ein Mann, der von sich selber sagt, dass er Sozialist sei, der nicht der Demokratischen Partei angehört, weil er sich weiter links verortet, nicht? Wir hätten vor einem Jahr nicht gesagt, dass jemand, der Sozialist ist, so großen Erfolg hat, der sich so nennt. Ich meine, in Deutschland wäre der Mann in der Sozialdemokratie und nicht mal im linken Flügel, sondern wahrscheinlich irgendwo in der Mitte der deutschen Sozialdemokratie. Der ist für so revolutionäre Dinge, dass man die Hochschulstudiengebühren abschafft und dass man eine gemeinsame Krankenversicherung hat mit dem deutschen System. Der verdient, zahlt ein und die ganze Familie ist kostenlos mitversichert. Das gibt es ja heute in Amerika nicht. Also das sind hochprogressive Positionen in Amerika, nahezu revolutionäre, nicht? Aber Bernie Sanders, 74 Jahre alt, Sohn eines polnischen Juden, aufgewachsen in sehr einfachen Verhältnissen in New York, also in der Stadt New York, nicht in Manhattan, in den schönen Gegenden. Und der hatte vor allem ganz viel Begeisterung unter sehr, sehr jungen Amerikanern, College-Klasse. Also Populismus von links, Populismus von rechts. Das ist die Stimmung in diesem Wahljahr gegen das Establishment, gegen die da oben. Warum? Weil die Leute unten das Gefühl haben, dass sie an dem wirtschaftlichen Erfolg des Landes nicht ausreichend beteiligt werden. Bernie Sanders, links, sagte, I'm not running for president, I want to start a revolution. Ich bewerbe mich nicht nur um das Präsidentenamt, ich will eine Revolution auslösen. Donald Trump redet die ganze Zeit vom Rigged System, also dem betrügerischen System, warum halt die unten nicht genügend oben abbekommen. Und der eigentliche Witz der Geschichte ist ja, dass Donald Trump, der Milliardär aus New York, als Anti-Establishment-Kandidat Erfolg hat. Ich meine, gibt es mehr als Establishment? Baulöwe aus New York, dessen Kinder und er selber immer mit den Reichsten von New York geschäkert haben, in die Klassen gegangen sind, sich auf schönen Partys getroffen haben. Und jetzt ist er auf einmal der Revolutionär von unten gegen die da oben. Das ist ein Witz der Geschichte, aber so ist die Stimmung in diesem Wahljahr.
Hätten wir uns vor einem Jahr getroffen, da haben wir darüber diskutiert, dass es Jeb Bush, ob ein dritter Bush-Präsident werden könnte und ob die Amerikaner nicht eigentlich so eine verkappte Monarchie sind, natürlich nennen sie sich Republik, aber dass sich da so Dynastien entwickeln, die sozusagen die Kandidatur fürs Präsidentenamt weitergeben, die Clintons, die Bushs, früher hat es die Kennedys gegeben, die irgendwie abonniert waren. Nein, Jeb Bush, low energy, hat Trump über ihn gesagt, der hat es nicht weit geschafft. Und was auch viel aussagt über die Stimmung diesem Wahljahr, Jeb Bush wäre ja sozusagen der typische republikanische Kandidat gewesen. Die republikanische Partei ist zerteilt in mindestens drei große Fraktionen, aber ich nenne jetzt nur mal drei. Das ist der Businessflügel, moderate Mittelleute wie die Bushs, dann ein religiöser rechter Flügel und dann die Sozialkonservativen. Das sind zwei unterschiedliche Ausgestaltungen, die Sozialkonservativen und die Religiösen. In der Regel haben die Republikaner sich gestritten, aus allen diesen verschiedenen Flügeln sind Kandidaten angetreten und am Ende wurde es immer jemand aus der moderaten Mitte mit Business-Vergangenheit oder Business-Verständnis, weil man halt Wahlen nach aller Regel in der Mitte gewinnt und nicht über den rechten Flügel. In diesem Wahljahr, the last man standing gegen Donald Trump, war Ted Cruz, ein ideologischer Rechter. Auch das sagt eben viel über die Stimmung in diesem Wahljahr aus. Ich habe gesagt, keine Prognosen. Wir haben uns so oft geirrt, wetten Sie also nicht. Und wenn Sie wetten, wetten Sie nicht mehr Geld, als Sie sich leisten können zu verlieren. Aber wenn Sie unbedingt wetten müssen, es gibt ja so Situationen, jemand setzt Ihnen die Pistole auf die Brust, oder nee, dann wetten Sie auf Hillary Clinton. Das ist immer noch die wahrscheinlichste Variante, dass das die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten ist. Nicht Donald Trump. Ich werde das gleich ganz kurz begründen. Aber zuvor noch ein bisschen hier politische Geografie. Jemand sagte so nett, Rot, das kommt immer gut in Sachsen, nicht? Aber ich weiß nicht, ob Sie das auch für die amerikanische Farbenlehre gelten lassen. Denn in Amerika ist Rot nicht links. In Amerika ist Rot rechts. Rot, rechts, republikanisch. Dreimal R, vielleicht können Sie sich so merken. Die Linken, die amerikanischen Linken, die bei uns Mitte sind, die haben die Farbe Blau. Die Demokraten haben die Farbe Blau. Geografisch sind die Demokraten stark, vor allem an den Küsten, da wo die großen Städte sind. Also Demokraten sind in der Regel stärker in Großstädten, Republikaner, Kleinstädte und auf dem flachen Land. Also das Land muss nicht flach sein, aber jedenfalls, Sie wissen, was ich meine. Auch im bergigen Land sind die Republikaner stark. Ja? Kleine Besonderheit, was die Atlantikküste betrifft, ist es vor allem der nördliche Teil, denn wir hatten ja Bürgerkrieg 1861 bis 65 um die Abschaffung der Sklaverei. Die Sklavenstaaten waren die alten Südstaaten, die Industrialisierungsstaaten waren die Staaten für die Abschaffung der Sklaverei. Das hat sich bis heute fortgesetzt, aber nicht geradlinig. Das muss man immer wieder sagen. Es ist nicht sozusagen eine Lehre der Geschichte, dass die Republikaner immer rechts und hinterher sind und die Demokraten links und progressiv. Die Partei, die die Sklaverei abgeschafft hat, waren die Republikaner, nicht die Demokraten. Die Republikaner, Abraham Lincoln, die haben in der Mitte des vorletzten Jahrhunderts sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt und sie auch durchgesetzt. Und das, was wir heute kennen, ist eigentlich erst seit den 1960er und 70er Jahren so, dass die Republikaner die Rechten sind. Denn damals kam sozusagen der zweite Teil der schwarzen Befreiung. Nach der Sklavenbefreiung die Bürgerrechtsgesetzgebung, die sie zu vollberechtigten Bürgern machte. Und dagegen haben sich die Republikaner im Süden gewandt, die Demokraten waren dafür. Und der damalige demokratische Präsident hat gesagt, indem ich die Bürgerrechtsgesetzgebung unterschreibe, verlieren für den Süden für mindestens zwei Generationen. Und so ist das heute. Die Südstaaten sind eigentlich republikanisch, die nördliche Atlantikküste ist demokratisch und die gesamte Pazifikküste ist demokratisch. Und dann sind es noch die alten Arbeiterstaaten, Industriestaaten wie Ohio, Wisconsin, Michigan, Illinois hier und neuerdings dort, wo wir viel Latino-Einwanderung haben, also Colorado, Nevada, New Mexico, auch Florida droht jetzt ins Demokratische zu kippen, weil wir dort immer mehr Latino-Einwanderung haben und sozusagen es nicht mehr so einen starken Effekt gibt, dass die Kubaner aus Gründen des Umsturzes auf Kuba auf der republikanischen Seite sind, wenn es Exilkubaner sind. Das alles mischt sich, nicht? Also, behalten Sie das grob im Kopf. Die Staaten in der Mitte, the Great Plains und so weiter, da wo es nicht so dicht besiedelt ist, das ist eher republikanisch. Die Küsten, die Metropolen und dort, wo es viel Latino-Zuwanderung gibt, das ist demokratisch. Ich hatte das Glück, Barack Obama relativ früh zu begegnen, 2007. Da habe ich damals das erste Buch über ihn geschrieben. Herr Eisel hat das netterweise gesagt, Barack Obama, der schwarze Kennedy. Ich habe das übrigens auch mal in Leipzig damals vorgestellt.
und in Dresden und in anderen Städten der neuen Länder, was mir viel Spaß gemacht hat. Damals war ja sehr viel Stimmung. Und vielleicht sollte ich das auch noch mal kurz sagen, das ist der wirklich große Kontrast. 2008, dieses Wahljahr, wo Hillary Clinton gegen Barack Obama kämpfte um die Kandidatur. Erste Frau, erster Schwarzer. Das war ein Wahljahr der Faszination. Wir haben alle mitgefiebert 2008. Politisch hochinteressant, faszinierend, gute Stimmung. Wirtschaftlich ging es damals ganz, ganz schlecht. Also eigentlich ist es ein Wunder, dass die Stimmung so toll war. 2008 war das Jahr der großen Krise. Bereits im Juli war Bear Stearns eine Bank pleite gegangen, im September dann Lehman Brothers, dann begann die Zwangsversteigerung, die Leute verloren ihre Jobs und trotzdem war die Stimmung 2008 ganz positiv. Also schlechte wirtschaftliche Lage, positive Stimmung. 2016 ist genau umgekehrt. Amerika ist wirtschaftlich wieder da, jedenfalls statistisch. Die Arbeitslosenrate, die über 10% lag, ist jetzt wieder unter 5%. Amerika hat in den letzten Jahren doppelt so hohe Wachstumsraten wie Europa gehabt, so 2 bis 2,8%. Und deswegen, das ist noch ein Grund, warum wir uns alle so geirrt haben. Normalerweise denkt man, gute wirtschaftliche Zeiten, positive Stimmung. Warum ist so eine negative Stimmung in einem Jahr, wo die Wirtschaft eigentlich relativ gesehen wieder läuft? Naja, weil es halt nicht gleich verteilt ist. Wenn Sie einen guten Job haben, eine gute Ausbildung, dann ist für Sie alles wieder in Ordnung, dann ist die Krise vergessen. Da fehlen in Ihrer Erwerbsbiografie ein paar gute Jahre, die Sie gerne gehabt hatten. Die wären halt nicht so gut, also wenn es um die Altersversorgung geht. Aber wenn Sie eine schlechte Ausbildung haben, wenn Sie in strukturschwachen Regionen leben, dann ist die Welt noch nicht wieder in Ordnung. Dann haben Sie jetzt irgendwie einen Job wieder, der ein bisschen sicherer ist, aber noch nicht ganz sicher. Die Löhne steigen nicht. Ihr Ehepartner hat jetzt nicht mehr arbeitslos, hat vielleicht einen Teilzeitjob, aber die Löhne sind niedriger als vor der Krise. Das sind die unzufriedenen Leute. Also der wirtschaftliche Erfolg verteilt sich nicht gleichmäßig. Deswegen 2016 eine ganz andere Stimmung. Ja, nur ein bisschen Kolorit, nicht? Also Amerika ist wirklich eine ganz, ganz andere Kultur. So ein Bild können Sie in Deutschland nicht machen. Das ist der Eingang zu einer TV-Debatte in der Universität und da steht Metalldetektor, absolutely no weapons allowed. Ist Ihnen in Deutschland schon mal passiert, wenn Sie zu einer politischen Veranstaltung gehen, dass Sie Ihre Waffen abgeben müssen und nimmt man nicht mit rein, können Sie hinterher wieder kriegen? Also das ist South Carolina. Ist halt auch ein republikanisches Gebiet, nicht? Ich mache das mehr wegen der Unterschiede. Und ich erinnere noch mal ganz kurz, amerikanische Wahljahre, das sind Jahre, die katapultieren relativ unbekannte Leute in wenigen Monaten nach ganz oben, wie so ein Barack Obama 2008. 2007 war das ein Landespolitiker, naja, der war gerade in den Senat gewählt worden. Alle, wer politisch interessiert war, wusste, das ist eine Zukunftshoffnung, das ist ein politisches Talent, aber der musste tingeln gehen über die Dörfer und vor allem in den frühen Vorwahlstaaten. Ich erinnere nochmal daran, ein amerikanisches Wahljahr läuft anders als unsere Wahljahre ab. Die erste Hälfte ist Kampf um die Kandidatur in der eigenen Partei. Nicht rechts gegen links und so weiter, sondern in der eigenen Partei der Kampf, wer wird Präsidentschaftskandidat. Das entscheiden nicht Parteihierarchien, weder die da oben noch das gesamte Parteivolk. Das entscheiden die Bürger in 50 Bundesstaaten. Wir haben basisdemokratische Kandidatenauswahl in Amerika, nicht hier bei uns. Nicht? Also hier bei uns, wenn eine Partei hier Urwahl machen würde, dann würden maximal 300.000, 400.000 Leute an der Kandidatenauswahl des Spitzenkandidaten teilnehmen. Nicht? Das ist ein Promillesatz. Und in manchen Parteien ist es ja eher so, dass das so irgendein Parteirat entscheidet und nicht alle Parteimitglieder gefragt werden. In Amerika, die Bürger wählen mit. Und das führt zu erstaunlichen Ergebnissen. Ohne dieses System wäre Barack Obama nicht Kandidat geworden 2008. Ohne das System wäre bei den Republikanern John McCain nicht Kandidat geworden. Und ohne dieses System wäre garantiert nicht Donald Trump Kandidat in diesem Jahr geworden. Also wenn Sie sich mehr Basisdemokratie wünschen, überlegen Sie sich, was Sie sich wünschen. In guten Jahren kann was Nettes dabei rauskommen. Es gibt aber auch Jahre, in denen nicht das rauskommt, was man sich wünscht. Erinnern Sie sich mal an dieses Paradox. Die Bürger wählen und am Ende haben wir zwei Spitzenkandidaten, die zu den unbeliebtesten Menschen im ganzen Land gehören. 60% der Amerikaner finden, dass Donald Trump also unsympathisch ist und jedenfalls kein guter Politiker ist. 55% der Amerikaner sagen, Hillary Clinton kann man nicht trauen. Aber diese beiden Personen, die die Mehrheiten gegen sich haben, werden in basisdemokratischer Auswahl Spitzenkandidaten in ihren Parteien. Whoop. Also daran merken Sie, 2016 ist ein ungewöhnliches Jahr und deswegen warne ich immer wieder, auch wenn ich Prognosen abgebe, halten Sie es nicht, der Marshall hat gesagt das und hahaha hat er sich wieder geirrt, sondern es ist schwierig, aber das Geschäft wird doch nicht einfacher, wenn wir sagen gar nichts mehr, sondern wir versuchen, das herzuleiten, was zu diesem Zeitpunkt interessant erscheint.
Noch ein schneller Kultureller, das ist der Kandidat von 2012, Mitt Romney. Was ist der von Beruf? Investmentbanker. Der wird durch Volkswahl zum Spitzenkandidaten der Republikanischen Partei. 3 Jahre nach der weltweiten Finanzkrise. Ja? Also da merken Sie schon wieder, es sind völlig andere Verhältnisse. Ich meine, in Deutschland nicht nur nach einer Finanzkrise würden Sie sich, wenn Sie gefragt würden, keinen Banker zum Bundeskanzlerkandidaten wählen. Sie würden überhaupt keinen Banker zum Bundeskandidaten wählen. Sie kämen auch gar nicht auf die Idee zu sagen, weil dieser Mensch, der im Moment BMW führt, diese Firma so fantastisch führt, der sollte in die Politik gehen, solche Leute brauchen bald Spitzenkandidaten. In Deutschland ist man relativ skeptisch gegenüber Erfolg in der Privatwirtschaft. Man möchte im Prinzip Privatwirtschaft und politisches Geschäft getrennt halten. Das ist in Amerika genau umgekehrt. In Amerika hat man Misstrauen gegen die Politiker. Aber Leute, die in der Privatwirtschaft Erfolg haben, die findet man klasse. Die wissen, wo es lang geht. Nicht? Solche Leute brauchen wir in der Politik. Und mit Romney, Mormone, also das schadet nichts. Ne? Hauptsache verheiratet, er hat einen Glauben und bringt seine Familie mit. Unverheiratet ist schlecht, Atheist ist schlecht. Moderater Muslim geht. Das klingt jetzt etwas provokativ, aber würde ich ernsthaft sagen. Amerikaner würden sagen, moderater Muslim geht, der geht in eine Moschee, der glaubt an irgendwas, ist in Ordnung. Atheist ist schwierig. Wahrscheinlich wird auch eines Tages jemand, der in einer Homo-Ehe lebt, einfacher zu ertragen sein als ein Unverheirateter. Aber ganz so weit sind wir jetzt noch nicht in Amerika. Ja, die Jugendlichen, ganz, ganz viele Freiwillige, das lasse ich jetzt mal weg, weil wir den Express machen, aber sagen Sie es mal Ihren Enkeln oder Kindern, wenn dort, nächstes Jahr haben wir Bundestagswahl, nicht? Also was würde hier in der Schule passieren, wenn ein 17-Jähriger oder 18-Jähriger zu seinem Kameraden sagt, ich mache jetzt übrigens Wahlkampf für XY. Sagt er dann, toll, will ich auch. Nee, wieso machst du denn das? Also politisches Engagement ist in Deutschland leider nicht positiv besetzt und dann wundern wir uns immer, warum es dann Krisen gibt. Letzter Punkt, Geografie hatte ich Ihnen gezeigt, jetzt noch Soziologie. Ich zeige Ihnen jetzt Fotos von 2 verschiedenen Parteiversammlungen und dann überlegen wir gemeinsam mal, was das für Parteien sind und welche von diesen Parteien eher eine wachsende Wählerschaft und welche eher eine schrumpfende Wählerschaft hat. Erster Punkt, Amerika ist eine rasch wachsende Gesellschaft und es ist im Vergleich zu Europa eine junge Gesellschaft. Zwischen 2000 und 2015 ist die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von 280 auf 320 Millionen gewachsen. In 15 Jahren von 280 auf 320 Millionen, ziemlich zur Hälfte durch Geburtenrate und durch Zuwanderung. Die Geburtenrate ist wesentlich höher auch als in Westeuropa. Mittel- und Osteuropa sowieso im Moment krisenhaft. Nicht, dass Russland immer kleiner wird das und so Polen und Ungarn auch nicht so viele Kinder kriegen, aber auch mehr als in Frankreich oder in Deutschland. Nicht? Also Latino-Frauen haben durchschnittlich 2,2 Kinder, weiße Frauen 1,7, schwarze Frauen 1,9, deutsche Frauen 1,3. Amerika ist eine sich verjüngende Gesellschaft. Also dieses und das nächste Bild. Welche Partei ist das hier? Nummer 1 zurück. Sagen Sie mal einfach, was Sie sehen. Was sind das für Menschen, die Sie sehen? Angry white men sind es. Angry white, also white man. Und jetzt fehlt mir noch eins. Nicht angry, sondern vor allem old. Genau. Alte, weiße Männer. Natürlich nicht 100%, da sind auch ein paar Frauen darunter und ein paar Schwarze und so, Latinos, aber älter, weißer, männlicher, relativ gesehen. Und die andere Partei, was sehen Sie hier? Jünger, weiblicher, diverser. Was meinen Sie, welche Gruppe wächst in Amerika, relativ gesehen? Die alten, weißen Männer oder die jungen, die weiblichen und die diversen? Das zweite, jünger, weiblicher, diverser wird mehr. Und damit bin ich in der Schlussrunde. Also, wir haben ein Wahljahr der Irritation, des Ärgers, nicht der Faszination wie 2008. Die Präsidentschaftswahl ist generell offen, aber die Demografie, was Sie gerade gesehen haben, das begünstigt die Demokraten. Wir haben einen Geschlechterwahlunterschied von über 20%. 20 Frauen wählen zu über 20% eher demokratisch als Männer. Und entsprechend Männer wählen eher republikanisch als demokratisch. Ich würde so gern die Gespräche am Küchentisch hören. Wie unterhalten die sich zu Hause, wenn man das weiß? Sagt man sich's nicht? Lügt man den Partner an? Oder kann man damit leben? Kann uns ja Krista Garrett nachher mal ein bisschen aus seiner Verwandtschaft erzählen, wie die damit. Ja, du hier schon, klar. Ja, ja, ja. Aber deine Frau ist nicht wahlberechtigt in den USA. Nein, ist sie nicht. Nee, genau. Also ich meinte jetzt mehr so, wie du das beschreiben würdest, dass man in Amerika damit umgeht. Also.
Deswegen sage ich, die Wahrscheinlichkeit, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnt, ist einfach von der Geografie und von der Soziologie wesentlich höher. Wenn wir jetzt noch Internetanschluss hätten und auch noch in die Umfragen in die einzelnen Wahlstaaten reingehen, dann würden Sie sehen, dass Hillary Clinton, wenn es um das Wahlsystem geht, dort wird nach Einzelstaaten abgestimmt, aus den Abstimmungen in Einzelstaaten werden Wahlmänner stimmen. Hillary Clinton führt hoch. Sie hat ungefähr 230 Wahlmänner stimmen sicher, Donald Trump nur 150, sie brauchen 270 und in den Staaten, die unentschieden sind, führt Hillary Clinton fast in allen. Deswegen ist meine Prognose, wenn sich nichts Gravierendes ändert, und es kann sich was Gravierendes ändern, wir haben noch 3 Präsidentschaftsdebatten, es gibt die sprichwörtliche Oktober-Surprise, dass im Oktober irgendwas ans Licht kommt, was die Dinge verändern kann. Bill Clinton hat doch noch eine Freundin oder was weiß ich und einen Terroranschlag und sonst was, aber wenn nicht ganz Gravierendes passiert, dann gewinnt Hillary Clinton die Wahl, aber parallel werden die Republikaner die Kongresswahl gewinnen. Die werden die Mehrheit im Abgeordnetenhaus behalten. Wir haben es also weiter mit einer blockierten Situation zu tun. Das in aller Kürze, was ich sozusagen über die Stimmung und die Trends sagen möchte. Da steht es nochmal, Oktober-Surprise, Vorsicht. Auch wenn es Hillary Clinton wird, jetzt noch 2 Sätze, wenn es Donald Trump wird, alle fragen mich, was ist mit den Amis los? Wie gefährlich ist das? Was ist mit den Atomsprengköpfen? Also ich möchte hier nicht der große Verharmloser sein, aber ich habe jetzt nicht ganz so viel Angst vor einem Präsidenten Donald Trump. Ich wünsche mir das nicht. Ich finde es einen großen Schaden, wenn es passiert. Aber der Schaden tritt nicht dadurch ein, dass ein Verrückter im Weißen Haus ist und dann mit Atomsprengköpfen rumhantiert oder der das amerikanische System zu einem autoritären System macht, so à la Putin oder Erdogan. Das nicht. Amerika ist eine funktionierende Demokratie, ein Rechtsstaat, die haben ihre Checks and Balances, der Präsident ist kein Alleinherrscher. Der größte Schaden tritt dadurch ein, dass Donald Trump überhaupt gewählt wird. Was bedeutet das für das Ansehen Amerikas? Was bedeutet das für unseren Zusammenhalt als westliche Demokratien? Was werden sich Leute, die nicht so viel Interesse am Zusammenhalt westlicher Demokratien haben, denken und was werden die alles testen, versuchen auszuprobieren? Nachdem so ein Donald Trump gesagt hat, naja, also NATO-Bündnis, Verteidigung, da gucke ich doch erstmal, wie viel Geld die in die Verteidigung gesteckt haben, bevor ich die verteidige. Das klingt für mich wie eine Einladung, es doch mal zu probieren, ob man auch im Baltikum zündeln kann. Nicht? Also das sind die gefährlichen Dinge, die indirekten, weichen Politikfaktoren. Nicht, dass Amerika auf einmal eine Diktatur wird oder jemand damit Atomraketen hantiert. Hillary Clinton ist die viel sicherere Bank für uns. Das ist keine Aufbruchstimmung. Die Frau ist auch 69. Die wird nächstes Jahr 70. Ja? Das ist nicht irgendwie eine junge, hoffnungsvolle Politikerin, die lauter Ideen hat, wie man das Land reformiert. Aber verlässlich und berechenbar ist ja vielleicht in diesen Zeiten der Kriege und der Krisen auch nicht die allerschlechteste Variante. Jetzt habe ich mindestens die Viertelstunde geredet, die ich für die Einführung haben durfte. Aber ich hoffe, ich habe erst mal hier ein bisschen Grundlage gelegt und genügend auch provoziert, dass wir ins Gespräch gut kommen. Danke. Vielen Dank, Herr von Marschall. Ich habe niemanden murren hören, deswegen die leichte Ausdehnung der ersten Viertelstunde, glaube ich, mehr als akzeptabel. Ich will Ihnen trotzdem Gelegenheit geben, erstmal Luft zu schnappen und würde mal die Frage an Professor Gerrit richten. Sie haben es ja gerade im Vortrag gehört, irgendwie diesmal alles anders. Angeblich sind die unbeliebteren Kandidaten durchs Ziel gegangen, was ja eigentlich ein Widerspruch ist. Und zum anderen hat man schon den Eindruck, mindestens bei Trump, dass da auch der populistische Kandidat durchs Ziel gegangen ist, der sich, das in der amerikanischen Kultur sicherlich insgesamt nicht ganz so wie in Deutschland, aber der sich auch nicht um Fakten schert bei seinen Aussagen und der auch ganz bewusst polarisiert. Wie erklären Sie sich das? Also polarisieren ist gerade für Präsidentenwahlen sehr wichtig, um einfach ein Profil zu haben. Wir sehen in der deutschen Politik, fängt man langsam an zu polarisieren oder Kanten zu erarbeiten, um ein Profil zu haben, damit die Wähler sehen, der oder die ist etwas anders. Also wir lebten das auch mit Barack Obama auf eine andere Art und Weise, nicht populistisch, aber sagen wir so, viel Poesie, nicht? Also und das war für die Deutschen dann auch ein bisschen suspekt eigentlich. Im Sinne, was sagt ihr da, so große, große Sprechblasen mit wenig Inhalt sozusagen. Und das haben wir auch mit Donald Trump natürlich, große Sprechblasen, völlig anderen Charakter als mit Barack Obama. Wir sehen, mit den Fakten geht er leger um, das ist gar kein Thema.
Aber wenn man wirklich also fair sein möchte, kann man sagen, Hillary Clinton lässt los auch manche Aussagen, die nicht unbedingt juristisch sauber sind von der Genauigkeit her. Also in diesem Sinne, die amerikanische Politik ist in diesem Sinne anders kulturell. Herr von Marschall hat das, denke ich mir, hervorragend dargestellt. Und wir sehen einfach, dass die Amerikaner einfach durch die Geschichte, eine andere 20. Jahrhundert, wenn man so will, gehen mit Unterhaltung in der Politik, mit Wettbewerb, mit Sportgeist, mit Konfrontation anders um. Das ist populistisch, aber Populismus ist kein Schimpfwort in der amerikanischen Politik. Populismus hat lange Tradition in den USA, zog ins 19. Jahrhundert. Von daher auf der linken Seite, wie Herr von Marschall gesagt hat, und auf der rechten Seite. Eigentlich Populismus links und rechts manchmal ist schwierig zu definieren, wie man auch zum Teil in Deutschland jetzt erlebt. Was ist Linkspopulismus und was ist Rechtspopulismus bei bestimmten Themen, Wirtschaftspolitik zum Beispiel und andere Themen. Und mit Bernie Sanders und Donald Trump sieht man das auch. Die sind beide gegen freien Handel zum Beispiel. Und die haben beide sehr gut gepunktet in den Industriestaaten, die Herr von Marschall erwähnt hat, zum Beispiel in Mittelwesten, Michigan, Ohio, in solche Staaten da. Und so in diesem Sinne, Populismus ist Teil der amerikanischen politischen Landschaft und wird so bleiben und auch, ja, auf eine Art und Weise auch mit Hillary Clinton. An Sie beide vielleicht die nächste Frage. Man hatte schon bei den letzten Präsidentschaftswahlen, also dem zweiten Obama-Wahlkampf, den Eindruck, dass das Land gespalten ist wie selten zuvor. Vielleicht ja auch eine mediale Transport, der sich da kundgetan hat. Aber diesem Wahlkampf, insbesondere im republikanischen Lager, hatte man ja den Eindruck, tatsächlich, die kratzen sich vorher die Augen aus, und zwar auch nachdem die Entscheidung gefallen war. Beispielhaft ist ja transportiert worden nochmal die Rede von Ted Cruz, der es nicht über die Lippen brachte, zu sagen, wählt den Sieger, was eigentlich zum, egal wo man steht, glaube ich, guten Tun gehört. Ist das nochmal eine Verschärfung der, ich sage jetzt mal, Auseinandersetzungen innerhalb der politischen Lager im Vergleich zu vergangenen Jahren, oder liegt das auch am Kandidaten und das hat man vielleicht übersehen in den vergangenen? Der Teil, der mir wirklich Sorge macht, ist die anhaltende Spaltung zwischen den beiden Lagern. Und das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ob wir über die Spaltung innerhalb von Lagern reden, die sind auch groß, da sage ich auch gleich dazu, aber das, was mir wirklich Sorgen macht, ist das zwischen den Lagern. Weil langsam eine Atmosphäre entsteht, wo man Menschen, die anders denken, nicht mehr ernst nimmt. Und das ist ein sogenanntes Phänomen, das beschreibe ich immer so, der Gated Communities. Also das Land ist ja riesig, nicht? Also das Land hat 5000 Kilometer von der Ost- zur Westküste, 2500 Kilometer von der Nordgrenze von Kanada bis zur Südgrenze. Das ist sehr, sehr vielfältig und ist sowieso ein Wunder, warum es eigentlich zwei Parteien gibt, die jede für sich es irgendwie doch noch schafft, ein Programm anzubieten, das von New York bis Kalifornien, von Texas bis hoch in die Dakotas irgendwie die Leute anzieht. Eigentlich ist das nicht zusammenhaltbar, weil Amerika so divers ist. Das ist diverser als die EU der 28 Staaten, auch wenn sie eine gemeinsame Sprache haben und eine gemeinsame Fahne. Das ist sehr, sehr divers. Und diese Gated Communities funktionieren so. Immer mehr ziehen Menschen, die aus einem ähnlichen politischen Bewusstsein kommen, ähnliche Jobs haben, ähnlichen Verdienst haben, ähnliche Vorstellungen vom Leben haben, ziehen in dieselben Nachbarschaften. Und dank des Internets, sie sind ja nicht mehr gezwungen, alle dieselben Informationen zur Kenntnis zu nehmen, weil es halt nur zwei Fernsehprogramme gibt oder drei führende Zeitungen oder sowas. Jeder stellt sich sein Informationsprogramm so zusammen, wie er es haben möchte. Und es ist nun mal in der menschlichen Natur so, dass wir besonders gern das zur Kenntnis nehmen, was wir sowieso schon gedacht haben. Da fühlt man sich nämlich bestätigt, ne? So. Und wenn Sie nur noch von Ihren Nachbarn hören, dass die so denken wie Sie und die Medien, die Sie nutzen, denken wie Sie und die Zeitungen, die Sie nutzen, denken wie Sie, dann denken Sie irgendwann, jemand, der anders denkt, der muss spinnen. Weil alle Leute, die ich kenne und für vernünftig halte, denken so wie ich. Und das ist was sehr, sehr Gefährliches. Und das haben wir in Amerika schon erreicht. Und leider tendenziell geht das bei uns auch in die Richtung. Und eine Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft kann nicht funktionieren, wenn nicht zumindest ein Bewusstsein dafür besteht, dass es bestimmte Probleme gibt oder Herausforderungen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann mit guten Argumenten. Dass man noch den Respekt vor dem Gegenargument hat, dass man überhaupt gefordert wird, das Gegenargument mal zur Kenntnis zu nehmen und sein eigenes Argument dagegen zu entwickeln.
Nur so kann demokratischer Austausch funktionieren. Und der funktioniert immer weniger in Amerika. Und außerdem haben Sie nach den inneren Spaltungen gefragt. Da ist generell, auch was den Kulturverfall betrifft, der politischen Auseinandersetzung, da sind in den letzten 10 Jahren Grenzen gefallen. Über die Rhetorik nicht nur der Republikaner, aber vor allem der Republikaner. Tea Party und der Fernsehkanal Fox News. Ich meine, wenn Sie sich mal anhören, was in Fernsehdebatten der Republikaner untereinander für Worte gefallen sind. Ich meine, da hat man über die Größe von Genitalien geredet und natürlich nur in Andeutung, nicht? Aber so nach dem Motto, wenn jemand eine kleine Hand hat, dann müsste wohl auch was anderes an dem Körper klein sein. Und der Rubio und der Trump haben sich darüber unterhalten, wer beide gerade seine Hose nass gemacht hat, aus Angst vor den Argumenten des Gegners. Wissen Sie, das ist ein Niveau, da, das sind keine Auseinandersetzungen mehr, keine ernsthaften. Und wir sollten das nicht nur belächeln, sondern es ist schlimm für eine Demokratie, wenn es keine Gegenkraft gibt. Demokratie lebt davon, dass es eine Gegenpartei gibt, die, wenn die erste abgewirtschaftet hat, die Führung übernehmen kann und dann kann die andere sich in der Opposition erholen. Wenn das System so nicht mehr funktioniert, dann ist auch das ganze Funktionieren unseres demokratischen Systems infrage gestellt. Deswegen, wir müssen uns wünschen, selbst wenn wir vielleicht die meisten hier keine politischen Sympathien für die Republikaner haben, wir müssen uns wünschen, dass die Republikaner wieder zu einer ernstzunehmenden politischen Partei werden. Dann spitze ich dazu, dieser Präsidentschaftswahlkampf ein Problem der Republikaner. Ich sehe das in der Gegenwart und alles, was Herr von Marschall gesagt hat, stimmt an und für sich natürlich. Was wir erleben mit der Republikanischen Partei ist ein Auseinanderdriften von eigentlich zwei Parteien, die lange Zeit schon da waren, wenn man so will, eine breite Basis aus unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft, die von einer populären Kultur maßgeblich geprägt worden ist. Und dann eine republikanische Partei, die Herr von Marschall angesprochen hat, die Akademiker sind, international sind. Also man kann also eine Klassenanalyse unternehmen hier, eine kulturelle Analyse auch. Aber das haben wir auch bei der demokratischen Partei, wenn man ehrlich ist. Also nicht dieser Wortschatz in dieser Runde, aber diese Unterschiede. Und ich würde sagen, in dieser Wahl, gerade mit dem Anti-Establishment-Stimme im Lande, das offenbart diese Risse in der Gesellschaft. Ich würde behaupten, die sind länger da, die sind Teil der amerikanischen Gesellschaft seit längerer Zeit eigentlich, aber vielleicht durch Kultur und Institutionen kamen die weniger zum Wort. Was wir erleben jetzt eigentlich, auf Gedeih oder Verderb, ist eine Demokratisierung der Kultur und der Sprache. Diese Sprache war immer da, aber es kam nicht ans Tagelicht und war nicht im feinen Forum oder im Teil des Hofes, wenn man so will. Jetzt ist es da. Und ich würde behaupten, jede Gesellschaft hat ähnliche Tendenzen. Die Franzosen sagen lieber über sich selbst, eigentlich Lieblingsessen in Frankreich ist Pommes frites und nicht die feine Küche sozusagen. Und in Amerika, die grobe Sprache, die sehr demokratische Sprache, Realitäts-TV, ist die populäre Sprache eigentlich. Und jetzt erleben wir auf eine Art und Weise, die schockiert und zu Recht schockiert. Ich stimme dir zu, was das betrifft. Also vor 10 Jahren wäre es schwer vorstellbar gewesen, dass ein Führender, ein Präsidentschaftskandidat sagen kann, dass eine bestimmte Volksgruppe im Wesentlichen Vergewaltiger, Kriminelle und Drogendealer sind. Das hätten zwar vielleicht viele gedacht, aber man hätte es nicht aussprechen können. Man hätte, das stimmt. Und ja, das stimmt. Das ist so ein Beispiel für den Sittenverfall. Ja, ja. Also da schienen gerade zwei Thesen gegeneinander zu stehen, die finde ich aber trotzdem nicht widersprüchlich. Das eine ist eine Frage von Stil oder Wording, wie auch immer man es bezeichnen will. Und das andere ist ja die Frage, welche politischen Gruppen haben überhaupt die Chance, sich im System zu artikulieren. Und da war Ihre These ja, es ist eine Bubble entstanden und jeder beschäftigt sich nur noch mit sich. Die andere Frage wäre natürlich, ob in diesem Wahlkampf sinnbildlich auf der einen Seite in Bernie Sanders, auf der anderen Seite in Trump, die Working Class oder auch die vielleicht sogar noch darunter sich befinden in Amerika, überhaupt erstmal ein Sprachrohr gefunden haben, um auf dieser Bühne mitspielen zu können. Ja, also Sie reden zum Beispiel über die Arbeiterklasse, aber wir können jetzt, sei es in Deutschland oder sei es in USA, wir haben einen neuen Begriff, das sogenannte Prekariat. Das ist diese Mischung aus Arbeiterschicht und Mittelschicht, wenn man so will.
Und das ist, Herr von Marschall hat das angesprochen, absolut richtig. Wir sehen das jetzt in der amerikanischen Gesellschaft durch die wirtschaftlichen Umwälzungen, politische Umwälzungen. Da ist einfach eine große Unsicherheit vor Ort. Einfach die Digitalisierung der Wirtschaft zum Beispiel. Da sind plötzlich ganze Arbeitszweige, wirklich, die völlig unsicher sind inzwischen. Buchführer, Ärzte, wirklich, Leute wissen nicht mehr. Und aus dieser Angst sehen wir, was Sie angesprochen haben, Zugang, Perspektiven. Das ist alles, das kommt nach Deutschland, wäre meine Prognose. Aber in 5 Jahren oder in 10 Jahren vielleicht. Wir sehen es ein bisschen in Deutschland mit dem sogenannten Google-Auto. Nicht? Die Drohung von Google, was das heißt für Arbeiterschichten und so weiter und so fort. Das ist in den USA, wir erleben das zu zeigen. Und das hat mit der Wirtschaft, ich denke, das erklärt ein bisschen, was die Wirtschaft betrifft. Weil ja, die Arbeitslosenrate ist niedrig, aber die Arbeit ist prekär. Und das, ja. Ja, also ich wollte jetzt die Parallelen zu Deutschland nicht zu früh bemühen und da kann sich jeder auch selber seinen Reim drauf machen und wir dann sicherlich noch diskutieren. Ich würde noch mal kurz bei Amerika bleiben. Das Pew Institute ist ein renommiertes Sozialwissenschaftsinstitut, was sich nicht zuletzt mit religiösen Fragen in Amerika befasst oder auch mit Fragen der kulturellen Zugehörigkeit, und die sind seit Jahren dabei zu analysieren, dass sich Amerika tatsächlich in Richtung buntere Gesellschaft, insbesondere in Richtung stärkerer Anteil von Latinos entwickelt. Und ich hatte das Vergnügen, mit Vertretern vor 5 Jahren bei einem Amerika-Besuch zu reden, und die haben damals ja schon prognostiziert, da wird es einen kulturellen wie politischen Wandel geben, weil die Latinos im Bevölkerungsanteil zusammen mit den Schwarzen auf kurz oder lang die Mehrheit stellen werden. Darüber werden sich institutionelle Arrangements verändern. Und vor allen Dingen, und da sind wir wieder ein bisschen bei der deutschen Debatte, wird sich darüber natürlich auf kurz oder lang eine Angst der alten, weißen, Mittel- und Oberschicht manifestieren. Zugespitzt auf die Frage, ist das, was wir mit Donald Trump erleben und an Debatten und teilweise auch angstgetriebenen politischen Diskussionen erleben, so ein Stück weit Last Man White Standing oder Last... Ja, ja, das gehört dazu. Und wenn das Konzept so Erfolg hätte, dann wäre das natürlich auch gefährlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ich meine, Sie haben die Bilder gesehen. Im Prinzip wünscht man sich das ja für keine Gesellschaft, dass das tatsächlich so ist. Die eine Partei ist die Partei der Minderheiten und die andere ist die Partei der Weißen. Dann haben Sie ja unausgesprochen einen Hautfarbenriss mitten durch die Gesellschaft. Und wir sind in Amerika gefährlich nahe daran. Und man darf nicht vergessen, Donald Trump, rein auf dem Papier, könnte ja sagen, das ist mein Konzept. Noch sind die Weißen die Mehrheit. Wenn ich das schaffe, die Mehrheit, also die Weißen, fast alle auf meinen, dass die für mich stimmen, dann müsste ich eigentlich die Mehrheit haben, weil das die Mehrheit ist, nicht? Und nun gibt es halt Gott sei Dank mehr Entscheidungen, warum man wie wählt, als die Frage der Hautfarbe und der Ängste. Aber Sie sehen es eben auf der Wahlkarte, wo er angreift und... dass er genau das versucht. Also die Arbeiterstaaten, die eigentlich noch verlässlich demokratisch gestimmt haben, wie Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, der Autostaat Michigan, und hofft darauf. Und bisher klappt es eben nicht, weil letzten Endes sind die besser gebildeten Weißen, wählen dann doch eher demokratisch als einen Trump, vielleicht auch, weil sie sich intellektuell beleidigt fühlen von so einer Figur. Die hoch gut ausgebildeten Weißen, das ist nun auch nicht die Mehrheit, sondern das ist wie in Deutschland eine schmale Oberschicht. Manche von denen haben wieder wirtschaftliche Interessen, Steuersätze, was auch immer, die sie dann bei der Republikanischen Partei besser aufgehoben fühlen. Aber in der Tat, also es wäre ganz gefährlich, wenn Amerika immer mehr in die Richtung geht. Das eine ist die Partei der Minderheiten und das andere ist die Partei der alten Mehrheit. Und tendenziell geht es in die Richtung, die Sie beschrieben haben. Spätestens 2050 geht man davon aus, dass Amerika, die haben da immer so schöne Begriffe wie Minority Majority ist, also alle Minderheiten zusammen die Mehrheit bilden. Nur wissen wir ja auch bei uns, also ich meine, gehen Sie mal an eine Schule, wo es türkische und arabische Schüler geht, und reden Sie mal mit den Lehrern. Nicht, das ist eine Mehrheitsperspektive, dass die doch sicher zusammenhalten gegen die weiße Mehrheit. Pustekuchen. Die Araber und die Türken untereinander, die sind so. Nicht? Und ähnlich ist das auch mit Schwarzen und Latinos. Also
jetzt mal ungeschützt, die meisten Latinos haben auch einen leichten rassistischen Dünkel gegenüber Schwarzen, halten sich für was Besseres und die Schwarzen wiederum betrachten die Latinos als Konkurrenten um die billigen Arbeitsplätze, wo man nicht so gute Ausbildung haben muss, es sei denn, es handelt sich um Latinos und Schwarze, die selber ein Hochschulstudium hinter sich haben und das gibt es ja auch, nicht nur Michelle Obama, sondern das ist ja nur der Typus für eine ganze schwarze Mittelschicht, die es durchaus auch gibt. Also es mischt sich und es ist sehr, sehr dynamisch und hoffentlich geht es nicht in die Richtung, dass die Hautfarben letzten Endes auch die Parteigrenzen bestimmen, denn das ist gefährlich für eine Gesellschaft. Ich muss noch mal kurz einen Bezug machen zur letzten Obama-Wahl. Da hatten die Republikaner ausgewertet, wir haben die Wahl verloren in den Minorities. Und eigentlich war die Aussage, eigentlich darf uns das nicht passieren, wir müssen hin zu den Hispanics. Nun ist genau das Gegenteil passiert. Dann sage ich noch mal ganz schnell die 3 Prozentsätze. George W. Bush, Governor von Texas, einem Staat, der sowieso schon seit langem halb-halb ist, wo die meisten Ortsschilder in Englisch und in Spanisch sind. Er spricht ja auch leidlich Spanisch und sein Bruder Jeb, der hat eine Frau aus, eine Latina-Frau. George W. Bush hat 2 Präsidentschaftswahlen gewonnen und noch 40% des Latino-Votes geholt. 40%. Mitt Romney hat noch 27% des Latino-Votes geholt und wir können alle mal versuchen zu kalkulieren, wie viele Latinos wohl für Trump stimmen werden, wenn der sagt, dass er die Mauer bauen will und das sind alles Vergewaltiger, Kriminelle und Drogendealer. Naja, wenn er viel über 10-12% kommt, wird es viel sein. Und das ist eigentlich erklärungsbedürftig, denn Zuwanderer aus dem Süden sind eigentlich konservativ. Das sind Katholiken mit Familienwerten, mit Patriotismus und so weiter. Das wären eigentlich geborene Republikaner-Wähler, jetzt mal so rein schematisch betrachtet, wenn es nicht dieses Problem gäbe, dass sie aus dieser Partei hören, die mögen wir irgendwie nicht. Ne? Und bei den Parallelen zu Deutschland, nicht? Also Türken sind, haben konservative Familienwerte, konservative generelle Werte, müssten eigentlich CDU wählen, es sei denn, sie hören aus dieser Partei, wir wollen euch nicht, ihr seid keine guten Europäer. Und dann kann sich die SPD freuen, dass Türken, wenn sie wählen gehen, hoffentlich die Sozialdemokraten werden. War bisher so. Gebe ich gerne zu, war bisher so und wir freuen uns auch über Wählen. Jetzt waren wir sehr stark bei diesen politischen Gruppen und ich finde das auch spannend, weil es sinnbildlich ist für soziale Prozesse in Amerika. Nichtsdestotrotz, Sie haben es ja schon angesprochen, interessiert natürlich auch immer ein bisschen die andere Perspektive. Man kann ja jetzt noch nicht sagen, wie wird sozusagen die neue Administration, aber wie ist denn der Blick oder der unterschiedliche Blick der beiden Kandidaten auf Deutschland und was erwarten Sie da? Ich denke, da kann man vielleicht also den Laden ein bisschen aufmischen und einiges vielleicht ein bisschen provokativ sagen. Hillary Clinton ist die bekannte Figur, sie ist sehr zentrisch. Aber sie ist auch, wo weniger diskutiert wird, sie ist auch ziemlich stark religiös geprägt eigentlich. Also kommt aus einem konservativen Familie. Sie war Republikaner am Anfang des Lebens, des politischen Lebens. Kommt aus Schaumburg, ein Vorort in Chicago. Und aus einer konservativen republikanischen Familie. Methoden und Religion spielt für Hillary Clinton eine ganz klare Rolle. Moralität und Politik sind voneinander abhängig. Was man versucht zu erreichen in der Politik, auch in der Außenpolitik. Letztendlich war ihr Mann im Weißen Haus 90er Jahre, als Ruanda und Genozid da passiert ist. Und sie hat immer wieder gesagt, das war für mich, das erklärt zum Beispiel ihre Politik, was Libyen betrifft und wie sie das wirklich vorgeschoben hat. Donald Trump ist in diesem Sinne absolut säkular. Wir wissen nicht eigentlich, was sie davon hielt, aber er redet zuerst über Nationalinteressen, Vorsicht, das Land sollte um sich kümmern, Herr von Marschall hat das betont. Also in diesem Sinne, NATO in Artikel 5 ist für Donald Trump eher uninteressant. Und laut Umfragen ist es auch für 60% der Deutschen uninteressant, Artikel 5. In diesem Sinne ist Donald Trump möglicherweise, Donald Trump ist auch gegen TTIP. Auch gegen freien Handel. Also wenn man konkreter wird, was die Tagespolitik betrifft, könnte Hillary Clinton durchaus schwieriger sein für Deutschland als Donald Trump. Nun, ich sage es ein bisschen provokativ natürlich. Aber er definiert Interessen auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt für Deutschland und deutsche Interessen und deutsche Mehrheitsmeinungen absolut abzulehnen ist.
kann mir vorstellen, da gibt es Widerspruch bei der Sicherheitspolitik. Nee, ich würde jetzt einfach mal sozusagen aus einer anderen Perspektive auf dieselbe Frage zugehen und einfach mal berichten, was die so bei Wahlkampfveranstaltungen gesagt haben. Nicht? Also Donald Trump, ich weiß nicht, wissen Sie alle, wo die Familie herkommt? Der ist ja deutscher Abstammung, nicht? Also vielleicht erklärt das die Ähnlichkeiten, die Krista Garrett beschrieben hat. Also die Familie Trumpf kommt aus Kaltstadt in der Pfalz. Sein Großvater ist ausgewandert und aus Kaltstadt in der Pfalz und wollte dann eigentlich nach Deutschland zurückkommen, aber man hat ihn nicht wieder sich einbürgern lassen, weil er hier seinen Militärdienst nicht geleistet hat, dort aber geleistet hat und nach wehrpflichtigem Alter zurückkommen wollte. Und dann hat man gesagt, nee, danke schön, jetzt nicht mehr, bleibt mal da drüben. Und der blieb dann da drüben. Im Wahlkampf, Donald Trump, also ich schicke mal voraus, Deutschland hat eine große Rolle in diesem Wahlkampf gespielt. Viel mehr, als ich das aus den Wahlkämpfen 2008 und 2012 kenne. Bei Donald Trump in negativer Form, die Deutschen sind völlig verrückt geworden, die spinnen, die haben die Kontrolle verloren. Also Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, das ist das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Wie kann man massenhaft Leute ins Land lassen, ohne sie vorher alle gescreent und, ich sage mal, geheimdienstlich bearbeitet zu haben, um zu wissen, ob da Terroristen ins Land kommen. Also Deutschland ist crazy, Deutschland hat die Kontrolle verloren. Das ist Donald Trump. Hillary Clinton hat Deutschland indirekt immer wieder gelobt in jeder ihrer Stump-Speeches. Das sind also diese Redeversätze, die in jedem Wahlkampfauftritt vorkommen, kam vor. Also Deutschland und erneuerbare Energien, also ganz, ganz toll. Es gibt drei Staaten auf der Welt, die die Weltmeister in erneuerbaren Energien werden können. Das ist Amerika, Deutschland und China. Und sie will natürlich, dass Amerika das wird. Und auch bei Bernie Sanders, der es da nicht geworden ist, dann noch die kostenlose Studium und unser Krankenversicherungssystem. Und durch diese ganzen Migrationsgeschichten, also dass halt so viele europäische Wurzeln haben, hat 2012 wirklich Europa und Deutschland eine Rolle im Wahlkampf gespielt. Nicht, dass das Thema Nummer eins war, aber normalerweise kommt es gar nicht vor, weil Wahlkampf besteht aus Amerika und amerikanischen Militäreinsätzen und amerikanischer Außenpolitik. Und da ist halt Europa, Gott sei Dank, wir sind nicht mehr der Nabel der Welt, wo alles gut oder schief geht. Und deswegen war das früher nicht so. Darf ich nochmal nachfragen, dass Sie ja Korrespondent waren und auch immer noch regelmäßig drüben sind. Was sind denn die sicherheitspolitischen Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten, die für die Europäer, jetzt auch mal als Europäer gedacht, interessant sein können? Das hat Krista Garrett sehr gut beschrieben, wo Hillary Clinton eigentlich herkommt. Also erstmal eine moralischere Außenpolitik und, was wir nicht unterschätzen dürfen, Hillary Clinton ist bereit, Militär einzusetzen. Wenn es Konflikte zwischen ihr als Außenministerin und dem amtierenden Präsidenten Barack Obama gab, dann war Hillary Clinton eher immer militärischer eingestellt. Also sie wollte in Libyen intervenieren, sie wollte in Syrien intervenieren, Barack Obama wollte das nicht und ich persönlich glaube, dass es klug war, weniger zu machen, weil es nicht besser geworden wäre. Nicht? Also klar finden wir das nicht schön, was in Syrien läuft und Libyen auch nicht, aber ob es durch amerikanische stärkere Militäreinsätze besser würde, habe ich meine Zweifel, deswegen halte ich das für ganz klug. Also man müsste bei Hillary Clinton, bei einer Präsidentin Hillary Clinton, muss man schon damit rechnen, dass eher mehr Militär eingesetzt wird als weniger. Und unterschätzen Sie nicht einen politischen Faktor. Hillary Clinton ist eine Frau. Sie wird auch eher beweisen müssen als ein Mann, dass sie es im Notfall tun würde. Das ist jetzt eine etwas indirekte Begründung, aber unterschätzen Sie nicht solche Faktoren in der Politik? Diejenigen, also wenn jetzt ein pensionierter Offizier, Generalpräsident würde, da zweifelt niemand dran, dass der im Notfall vom Militär Gebrauch macht. Aber bei einer Frau kann das anders sein. Und das ist eine Sache, eine Seite an Hillary Clinton, die ich nicht so richtig schön finde. Bei Donald Trump hätte ich eher die eingangs schon geschilderte umgekehrte Befürchtung, dass der durch seine Indifferenz, durch eine zur Schau gestellte Indifferenz, geradezu noch die Gegner einlädt, es doch mal zu testen, ob er denn nur reagieren würde oder nicht. Und das ist natürlich eine Situation, die wir nicht wollen. Sicherheit lebt davon, dass die Dinge berechenbar sind, dass auch Abschreckung funktioniert. Nicht? Das ist wichtig. Umso besser Abschreckung funktioniert, umso weniger muss man Militär einsetzen. Da bin ich noch versucht zu fragen, was wird das für das gesamte transatlantische Verhältnis heißen? Ein Stück weit, Sie haben ja letzte Prognose abgegeben, wo Sie gesagt haben, Trump wird es nicht werden. Ich hatte im letzten Jahr das Vergnügen, mit zwei republikanischen Senatoren zu sprechen. Interessanterweise in China, aber es tut eigentlich auch nichts zur Sache. Sie sagten auch beide, Trump, never ever. Der eine war für Ted Cruz und der andere für den Kollegen Bush. Waren sich sicher, Trump wird es nicht. Jetzt waren wir uns alle sicher. Stellen wir uns mal für einen kurzen, schrecklichen Moment vor, er wird es doch. Ja, ich habe ja auch immer dazu gesagt,
das aus meiner heutigen Sicht, aber das kann eben auch anders laufen, weil dieses Wahljahr, also vergessen Sie es bitte nicht, ja, ich mache klare Aussagen, was ich glaube, was passieren wird, aber ich habe nicht gesagt, 100% kommt so, sondern wegen der, ich habe schon mit Bedacht meinen Vortrag damit begonnen zu sagen, wie oft wir uns geirrt haben, nicht? Also das ist wichtig, da gibt es ein Restrisiko, ja, das vergessen Sie das bitte nicht. Nehmen wir mal an, er wird es doch, was ich nicht glaube, aber nehmen wir mal an, es kommt so. Das bedeutet unheimlich viel Zeitverlust für die USA. Donald Trump muss ja erst mal lernen, was Gewaltenteilung ist. Der hat bisher einen Betrieb geführt, einen privaten Top-Down-Management. Oben sagt einer, wo es lang geht, und darunter muss das ausgeführt werden. Vielleicht lässt er sich beraten oder weiß, dass irgendeine Kreditanordnung nicht so richtig günstig ist und dass da ein Risiko ist, wie auch immer. Das amerikanische System ist so, dass nicht nur die Regierung, auch die obersten Behördenleiter, die Botschafter, alles wird ausgetauscht. Und der Präsident kann sein Personal nicht alleine ernennen. Er braucht dazu die Zustimmung des Senats. Minister kann nur werden, wenn der Präsident jemand vorschlägt und der Senat die Person anhört und dann darüber abstimmt, ja, der kann Wirtschaftsminister werden. Ein Präsident, der mit dem Senat, dem Kongress überhaupt nicht zurechtkommt, der wird blockiert, nicht? Weil man sich dann gegenseitig und das gegenseitig sozusagen da Kampfmachtspiele macht. Und ob Trump das verstanden hat, das war nicht so ganz klar. Denn dass er Probleme mit der Republikanischen Partei hat, jedenfalls mit Teilen, das ist ja immer wieder in diesem Wahljahr, in den Vorwahlen klar geworden. Und dann ist das auch vor Fernsehkameras gefragt worden, wie er denn glaubt, dass er mit diesem republikanischen Kongress zurückkommt. Und was war seine Antwort? We'll get along pretty well. And if not, they will pay a high price. Also wir werden sehr gut miteinander klarkommen und falls nicht, dann werden die einen hohen Preis bezahlen. Nee, falsch verstanden. Nee, der Präsident muss um den Kongress werben, nicht umgekehrt. Der Kongress kann einfach so tun, als gäbe es den Präsidenten nicht, wenn der nicht rüberkommt, nicht? Aber der Präsident ist darauf angewiesen, dass der Kongress kooperiert und muss was dafür tun. Sonst kann er nichts durchsetzen, nicht mal sein eigenes Personal. Und insofern, Trump lernt schnell, der Typ ist nicht blöd. Sie konnten es im Wahlkampf sehen. Wenn der Fehler gemacht hat, wenn Dinge nicht so liefen, wie er sich das vorgestellt hat, er hat sehr schnell korrigiert. Also der ist nicht dumm. Das gibt schon einen Grund, warum der so ein Imperium führt und nicht alles pleite gegangen ist. Eine ganze Menge Firmen sind pleite gegangen, das wollen wir auch nicht vergessen. Aber es gibt schon einen Grund, warum Trump nicht nur erfolglos ist. Und deswegen, der wird sich anpassen. Und dann sage ich noch eine Ironie dazu. Bis Trump Präsident wird, freuen wir uns über jeden, der ihn nicht unterstützt. Richtig? Wir freuen uns, wenn die außenpolitischen Experten der Republikaner einen Protestbrief unterschreiben, den nicht unterstützen, wir werden ihn nicht unterstützen. Unsere Interessenslage ändert sich aber ganz schnell, wenn er doch gewählt wird. Wenn schon Trump Präsident ist, dann wollen wir doch hoffentlich, dass er die besten Berater hat und nicht nur die zweite Garde, nicht? Damit er nicht noch mehr Unsinn macht. Also so schwierig ist manchmal Politik. Bis zum Wahltag sollten wir uns wünschen, dass niemand ihn unterstützt, auch von den guten Leuten. Aber wenn er gewählt wird, wünschen wir uns hoffentlich das Gegenteil. Ja, also ich würde sagen, würde Donald Trump tatsächlich, und ich stimme Frau Marshall zu, also die Chancen sind unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich, aber niemand kann etwas garantieren, diese Minderheiten in der amerikanischen Gesellschaft haben wir nicht nur die alten weißen Männer, aber die Minderheiten sind in ganz dezidierten, entscheidenden Schlüsselstaaten. Nehmen wir Kalifornien zum Beispiel. Die Republic of California, die Republik, der Freistaat Kalifornien, 38 Millionen Menschen, 53 Wahlmänner. Ich sage immer wieder, Gott sei Dank ist die USA nicht demokratisch, aber hat ein Wahlmännersystem zurzeit. Aber das ist wirklich die große Rettung gegen Donald Trump, weil seine weißen Männer sind zerstreut im Lande. Und die haben nicht die Macht, in den großen Schlüsselstaaten wirklich die Oberhand zu behoben. Texas hat Herr von Marshall erwähnt, Kalifornien ist noch eins und andere Staaten. Er hat die Matte dargelegt, 230 relativ sicher, braucht Hillary Clinton 40 dazu, hat sie das. Und die Matte und dieser nicht demokratische System und die Ballung der Minderheiten in bestimmten Schlüsselstaaten, die sind alle Faktoren, die gegen Trump sprechen. Aber kommt es? Kommt es? Man muss, in der Vergangenheit haben wir gesehen, wo Parteien einfach auseinanderfielen und starben. Und das könnte nicht im Kongress unbedingt passieren, aber die Republikanische Partei auf Bundesebene im Sinne, was Präsidentsmacht betrifft, da müssen Republikaner sich ehrlich fragen, wo wollen wir sein in 10 Jahren? Als Republikaner aus Texas, kann man wirklich diese Anti-Einwanderungspolitik derartig unterstützen und ein politisches Leben in Texas haben oder in Kalifornien oder sonst wo?
Also das ist ziemlich klar. Also Trump könnte sehr isoliert sein, also im Weißen Haus, Teilung der Macht, wie Herr von Marschall angesprochen haben. Was die Außenpolitik betrifft, ich denke, das würde gerade für Europa könnte sehr interessant sein, die unerwarteten Auswirkungen. Also wenn Trump wirklich sagt, meine Nation zuerst, à la Brexit und so weiter, und zieht das durch, das hat für die Weltpolitik möglicherweise große Auswirkungen. China liest die Politik in der Pazifik völlig anders. Russland liest Europapolitik völlig anders. Im Nahen Osten sehen wir Saudi-Arabien und Iran. Die lesen also die regionale Politik völlig anders. Nun, das kann zweierlei hingehen aus meiner Sicht. Das kann Europa viel näher aneinander rücken. Die USA ist wirklich nicht mehr da. Und was heißt das dann für Europa und Regionalpolitik, sei es Nahe Osten, sei es Russland? Für NATO kann das ganz grundlegende Bedeutung haben, natürlich für Deutschland auch. Also eine Trump-Administration ist noch möglich und hätte für Europa, es würde auf alle Fälle Schicksalfragen für Europa darstellen. Und nicht durch Drohung, aber wirklich durch ganz klare mögliche Entscheidungen. Was heißt europäische Verteidigung? Was heißt europäische Integration? Was heißt Europa gestaltet Nahostpolitik eigentlich? Ohne die Amerikaner, wirklich Europa. Donald Trump würde das viel schärfer darstellen als Hillary Clinton, viel schärfer. Und auch was die Pazifik betrifft. Was heißt Handelswege für eine Handelsnation in der Pazifik? Also Sie sagen, Europa müsste sich selber bemühen, seine eigene Rolle zu definieren. Viel mehr mit Donald Trump als mit Hillary Clinton. Und kurze zweite Nachfrage, heißt stärker das eigene Land auch schon wieder Abwendung von der Doktrin, stärker den pazifischen Raum, also Asien in den Blick zu nehmen, auch aus Sicht von Trump, oder ist das verkürzt? Tendenziell ja, aber da, wo Trump sozusagen weniger Engagement, das bezog sich in seinen öffentlichen Äußerungen vor allem auf Europa. Darf ich etwas, da gibt es einfach einen Satz dazu, weil Donald Trump hat schon Hinweise darauf gegeben, er hat ganz offen gefragt, warum tun die Japaner nicht mehr für ihre Verteidigung? Das ist die pazifische Version von der transatlantischen Debatte, auch Südkorea. Und die Amerikaner stehen vor der Zwickfrage jetzt, die Amerikaner unter sich reden sehr viel über Pazifik zurzeit, ist wie Europa Sommer 1914. Wir stehen in einem Wettlauf um Waffensysteme ohne eine, wenn wir so eine obere Macht. Und die große Befürchtung für die Amerikaner zurzeit ist, wenn die Amerikaner wirklich zurückziehen aus diesem Raum, werden die Südkoreaner ganz klare Schlüsse daraus ziehen. Und die Japaner. Die können nicht unbedingt mit den Chinesen mithalten. Aber da erleben wir dann plötzlich einen Rüstungswettlauf. Die Donald Trump, er hat kein Problem eigentlich damit. Das ist ein regionales Problem. Das hätte natürlich für die Deutschen massive Implikationen. Weil wir wissen, die Haupthandelswege im Pazifik gehen gerade durch diese Schleuse, wenn man so will, wo die Amerikaner noch präsent sind. Und wenn wir da einen Marinenrüstungswettlauf haben zwischen Koreanern und Japanern und Chinesen, und das ist hochmilitarisiert, das ist kein Science Fiction, das ist eine handfeste Möglichkeit in 2-3 Jahren, dann haben wir andere Implikationen für die Weltpolitik natürlich, für die Deutschen und für die Europäer selbstverständlich. Vielen Dank für die Hintergründe auch nochmal. Ich will noch eine Frage stellen, die jetzt aus deutscher Perspektive vielleicht auch komisch anmutet. SPD ist traditionell ja auch eher mit den Demokraten verbunden, aber gibt es denn positive Aspekte, / liberale Aspekte in der Politik Trumps, die vielleicht in der europäischen Berichterstattung untergehen? Es soll ja Medien geben, die so ein bisschen dem Herdentrieb folgen ab und an. Der Tagesspiegel gehört bestimmt nicht dazu, aber gibt es was wir übersehen an Trump, wo man sagen muss, auch aus europäischer, deutscher Perspektive sollte man sich das mal genauer angucken. Nicht alles ist schlecht. Also ich würde das jetzt weniger über die Person Donald Trump sagen, weil ich den für einen ziemlichen Selbstdarsteller halte, prinzipienlos, der hat keine Überzeugung,
Der hat früher für die Demokraten gespendet. Ich meine, auch der ist ja nicht mal ein richtiger Businessman. Donald Trumps Erfolg kommt daher, dass er auf eine sehr effiziente Weise die öffentlichen Kassen für sozialen Wohnungsbau in der Stadt New York geplündert hat, nicht? Indem er mit den richtigen Personen freundlich war. Das ist ja nicht jetzt jemand, wo man sagen kann, wenigstens der versteht Marktwirtschaft und hat sozusagen durch eigenes kapitalistisches Genie ein Milliardenimperium aufgebaut. Und letzten Endes hat er von Steuergeldern seinen Reichtum, hat er ihn daher. Hat früher für die Demokraten gespendet, heute will er für die Republikaner antreten. Früher war er für Abtreibungsfreiheit, heute ist er für ganz scharfes Abtreibungsrecht. Früher war er für die Kontrolle von Waffenbesitz, heute ist er für absolute Freiheit. Also der Mann ist prinzipienlos, nicht? Also das kann man dann wieder irgendwie amüsant finden, wie rücksichtslos er ist, wenn er meint, er ist halt ein Verkäufer, nicht? Er überlegt sich, die Person, die vor mir steht, was will die hören, das verkaufe ich ihr jetzt gerade. Und wenn der Nachbar das Gegenteil will, dann sage ich in der nächsten Minute das Gegenteil. Fährt er eben nach Mexiko und sagt, es ist alles nett. Und dann fliegt er zurück nach Arizona und sagt, nee, wir bauen die Mauer doch und die Mexikaner werden sie bezahlen, sie wissen es nur noch nicht, nicht? Und naja, was soll ich mit so einer Figur anfangen? An den Republikanern selber gibt es durchaus Dinge, die für uns gewöhnungsbedürftig sind, aber wenn man sich es halt mal ein bisschen genauer anschaut, haben sie auch ihre sympathischen Seiten. Und das sind halt diese Kulturunterschiede. Republikaner sind generell für möglichst wenig Staat oder jedenfalls weniger Staat als die Demokraten. Und die Demokraten sind uns auch deshalb näher, weil sie halt ein bisschen mehr diese an Staatsgelder glaubende halb sozialdemokratische Partei sind, nicht? Und das Faszinierende in Amerika ist, dass diese beiden Grundgedanken sich noch jeden Tag eine grundsätzliche ideologische Schlacht liefern. Es gibt eine Alternative. Man muss es nicht machen, wie man es macht, sondern man kann auch anders mit der Wirtschaft umgehen, mit der Einstellung zum Staat. Und jetzt mal auf die Spitze getrieben, wenn Sie mit Amerikanern über deutsche Parteien reden, dann finden die nicht, dass es hier überhaupt Alternativen gibt. Alle Parteien sind sozialdemokratische Parteien. Die heißen irgendwie unterschiedlich und in manchen Nuancen unterscheiden die sich auch. Aber es gibt in der Bundesrepublik Deutschland keine Partei, die diese Grundentscheidung in Frage stellt, dass wir eine soziale Marktwirtschaft sind und der Staat hat eine soziale Verantwortung, darf Geld umverteilen. Die Republikaner bestreiten das. Der Staat hat nicht das Recht, Geld umzuverteilen. Der Staat weiß doch gar nicht, was gerecht ist. Woher sollen diese Beamten wissen, was gerecht ist? Nicht? Also die würden sagen, jeder Bürger weiß selber, was er mit seinem Geld anfängt, sodass es am nützlichsten für die eigenen Interessen verwendet wird. Der eine möchte halt gerne ein schönes Gebiss haben und investiert viel in die Krankenpflege. Und der nächste möchte lieber ein schnelles Auto fahren. Der dritte sich ein größeres Haus bauen. Das hat der Staat nicht zu entscheiden. Und der Staat darf nur das Geld wegsteuern, das er für die kernstaatlichen Aufgaben braucht. Der Rest des Geldes muss in den privaten Taschen bleiben. Und die Bürger können das viel besser selber entscheiden. Da haben sie einen ideologischen Grundkonflikt. Und das Land ist nicht ziemlich in der Mitte gespalten. Oder sagen wir, ein Drittel sieht es so rum, das andere Drittel andersrum. Und der Drittel haben wir diese sogenannten Independents, die, naja, mal so entscheiden. Und das ist, wenn man als Deutscher dort lebt, durchaus faszinierend als ein Gegenmodell zu dem, was wir in Europa praktizieren, wo es letzten Endes nur noch eine Weltanschauung gibt und man sich dann über Kleinigkeiten streitet, die aber im Großen und Ganzen nicht so wahnsinnig unterschiedlich sind. Vom Mond aus betrachtet. Ja. Nun gut, jetzt haben wir viel über Donald Trump geredet und natürlich die Republikaner, und Hillary Clinton ist ein bisschen zu kurz gekommen, was sie eigentlich nicht verdient hat. Und jetzt muss ich auch noch ein unangenehmes Thema ansprechen. Das, was Sie sagen und ja auch die Medien berichten, ist, eigentlich kann sie sich nur noch selber schlagen. Ist die mögliche silberne Patrone tatsächlich diese E-Mail-Affäre, wo man normalerweise denkt, nach 6 Wochen hat es ja selbst den interessiertesten deutschen Leser irgendwie dann angeödet und es juckt niemanden mehr, aber es kommt jetzt immer wieder hoch, seit Monaten? Oder was würden Sie da als größte Gefahr ausmachen aus Ihrer Perspektive? Ja, also ich würde sagen, sie ist zum Teil ihren größten Kontrahenten, was die Wahlen betrifft. Übrigens, ich fand Ihre Frage zu Donald Trump, übersehen wir etwas sehr fair. Ich fand das, es geht davon aus, von hier aus sehen wir etwas nicht. Zum Beispiel mit Romney hätte ich etwas zu sagen vor 4 Jahren. Mit Donald Trump habe ich gar nichts zu sagen. Sie übersehen überhaupt nichts. Er ist Opportunist im tiefsten Sinne, in diesem Sinne. Herr von Marschall hat das richtig gesagt. Aber ich würde hinzufügen, philosophisch eher, der deutsche Schriftsteller Ernst Jünger hat offensichtlich einmal geschrieben: Beschuldigen wir den Barometer für das Taifun nicht. Das hieße, Donald Trump ist nicht das Problem.
Er hat das Problem erkannt und kristallisiert und artikuliert. Und das erleben wir zurzeit. Und noch einmal, was wir auch davon halten, das ist eine demokratische Bewegung. Zu Hillary Clinton, wir sehen auch unter Minderheiten in den USA hat sie Probleme. Viele Schwarzen zum Beispiel, normalerweise große Unterstützer für die Clintons, misstrauen sie. Die sehen sie als Teil des Problems. Also das Anti-Establishment-Gefühl in der amerikanischen Politik zurzeit ist auf beiden Seiten sehr, sehr stark. Das hat Bernie Sanders aufgefangen, genau wie Herr von Marshall dargestellt hat. Also sagen wir so, sie ist ihren eigenen Feind zum Teil, sei es E-Mails, sei es Artikulation, sei es ihre Poesie. Sie hat keine Poesie, das sagt sie auch. Poesie spielt eine Rolle im Sinne von Bewegung. Aber eigentlich die größte Gefahr, würde ich sagen, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber um das rauszunehmen, ist Apathie. Das hieße, die Wähler sind von Trump nicht überzeugt, aber die sind auch nicht von Hillary Clinton überzeugt. Und so, die bleiben zu Hause am Wahltag. Und das ist die größte Sorge in der Demokratischen Partei. Ja, man muss zweierlei, überzeugen und bewegen. Sie hat einigermaßen überzeugt. Aber es ist eine absolut offene Rechnung, ob sie tatsächlich am Wahltag bewegen kann. Das wissen wir noch nicht. Also das war ein ganz wichtiger Punkt. Also Mobilisierung ist ganz, ganz entscheidend im amerikanischen Wahlsystem. Wer besser mobilisiert, hat eben einen enormen Vorteil. Das haben wir auch bei Barack Obama und seinen hohen Wahlsiegen gesehen. Die Höhe kam durch die Mobilisierung. Ich glaube nicht, dass die E-Mail-Affäre an für sich sozusagen das Argument ist, dass sie den Sieg kosten kann, sondern es hat halt die E-Mail-Affäre, indem sie immer wieder hochkommt, führt dazu, dass die Menschen immer wieder daran erinnert werden, dass es da ein Problem gibt mit ihrer Wahrheitsliebe, mit ihrer Transparenz und Offenheit. Und sozusagen jedes Mal, wenn E-Mail wieder kommt, dann spielt das bei den Leuten, die Hillary skeptisch sind, einfach wieder in dieses Urteil oder Vorurteil hinein. Ach ja, stimmt, jetzt weiß ich wieder, warum ich was gegen die hatte, nicht? Und sie hat einfach nicht die Gabe ihres Mannes, wenn man unter Druck ist, sich zu öffnen, auf Menschen zuzugehen. Hillary Clinton macht dicht, wenn sie unter Druck ist. Und damit verstärkt sie genau den Eindruck, den sie ja eigentlich bekämpfen möchte. Und das ist sozusagen ihr Problem. Wenn man sich anschaut, wie ihr Leben aus ihrer Sicht aussieht, hat sie allen Grund, misstrauisch zu sein und dicht zu machen. Nicht? Weil sie sich halt, man könnte auch sagen, zu Recht sehr oft ungerecht beurteilt und verurteilt fühlte. Aber wenn man halt Politiker ist, dann muss man halt da rausgehen und um Zustimmung werben, selbst bei den Leuten, von denen man sich ungerecht beurteilt und verurteilt fühlt. Und das ist nicht ihre Stärke. Sie ist nicht, hat nicht diese Fähigkeit, Menschen für sich einzunehmen. Und deswegen ist es auch ein Riesenkontrast, wie Hillary Clinton sozusagen aus der Distanz rüberkommt und in den Umfragen. Und gehen Sie mal zu einer Hillary-Veranstaltung und gucken Sie sich an, wie diese Leute, die zur Hillary-Veranstaltung gehen, sie betrachten. Nämlich sehr liebevoll und vertrauensvoll, und das ist eine völlig andere Atmosphäre. Das ist so, als gäbe es da zwei Hillarys, nicht? Also die in einem, können auch da ruhig 3.000, 5.000 Leute sein, aber das ist dann, da weiß sie, da ist ihre Gemeinde da und da connectet sie auch sehr gut. Und in dem Augenblick, in dem sie in einem Fernsehstudio sitzt und mit den fiesen Fragen traktiert wird, dann ist auch sie anders, weil sie sehen das richtig, wie die auf einmal ganz vorsichtig wird und dicht macht. Nur nichts riskieren, nur nicht jetzt was von mir preisgeben. Und das tut sie in einer vertrauensvollen Atmosphäre natürlich doch. Und dann wirkt sie natürlich auch sehr überzeugend. Nicht? Also wann haben wir erfahren, wie das für ihre Mutter ist? Ihre Mutter ist an dem Tag geboren, an dem in Amerika das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Und überlegen Sie mal, was das für diese Generation bedeutet, wenn tatsächlich eine Frau gewählt wird. Für eine heute 25-jährige weibliche Amerikanerin ist das nicht wichtig. Das sind die Probleme meiner Vorgänger, meiner Mütter und meiner Großmütter. Also eine 25-jährige Amerikanerin glaubt nicht mehr, dass es eine Revolution sei, dass eine Frau in wichtige Ämter kommen kann. Das glauben die sowieso. Die wollen nur wissen, ob es eine sympathischere und eine Frau ist, die das verdient, oder halt irgendjemand anders. Und die Jüngeren würden sagen, naja, die Hillary möchte das jetzt noch werden, weil sie es sich irgendwie verdient hat durch ihren Lebensweg. Aber das ist nicht wichtig für die. Und deswegen ist, was Christa gesagt hat, wenn diese Leute zu Hause bleiben, dann wird es gefährlich, ja. Oder riskanter. Ach, wenn wir sicherlich noch viele Themen der amerikanischen Kultur streifen könnten. Ich würde es hier mit einer maximal letzten kleinen Frage enden lassen, das Gespräch unter uns, nämlich ob wir
die ganze Zeit beim Klicken auf nur zwei Kandidaten vergessen haben, dass am Ende vielleicht ein oder eine dritte entscheidend sein könnte, siehe die Wahl, als Al Gore verloren hat, weil es dann noch so einen grünen Kandidaten gab. Und dann an alle Sie schon mal das Zeichen, geben Sie mir Zeichen, wenn Sie Fragen haben, gern auch kurze Kommentare an unsere beiden Gäste hier vorne. Das sehe ich schon ein. Aber die Frage vielleicht, wer möchte, bitte. Ja, also es gibt... Wir gucken immer nur auf die zwei. Und ein amerikanischer Präsidentschaftswahlzettel, da stehen 15, 16, 17 Namen drauf, weil es neben den beiden großen Parteien natürlich auch noch eine Constitutional Party und eine Conservative Party und eine Green Party und eine Liberal Party und was ist alles. Und eine Green Party auch. Und eine Kommunistische Partei. Kommunistische Partei gibt es auch. Und die beiden, die in den Umfragen mitgeführt werden, sind Herr Johnson von der Libertarian Party. Das ist etwas, was bei uns gar nicht gibt. Das ist im Prinzip eine Partei, die findet, dass man den Staat abschaffen sollte. Oder jedenfalls brauchen wir keine Bundesregierung. Es reicht, wenn jeder Einzelstaat Geld, Steuern eintreiben darf. Und ein Bildungsministerium brauchen wir gar nicht, weil die Eltern entscheiden, was die Kinder lernen sollen. Und naja, Sie können sich das ungefähr vorstellen. Das zweite ist die Jill Stein von der Green Party. Die kommt auf 3-4 Prozentpunkte und der Johnson auf 8-9. Aber erinnern Sie sich daran, wir hatten eine Wahl, wo wirklich mal ein dritter Kandidat eine große Rolle gespielt hatte. Das war die Wahl 1992 zwischen Bush Vater, der noch Präsident war und wiedergewählt werden wollte, und einem jungen Governor aus Arkansas namens Bill Clinton. Und da gab es einen Milliardär, Ross Perot, der mit Steuersenkungen Stimmung machte. Der hat 19% der Stimmen gewonnen, nicht einen einzigen Bundesstaat erobert, nicht einen einzigen Wahlmann bekommen, aber die Wahl indirekt entschieden, weil er den Republikanern so viele Stimmen weggenommen hat, dass Bill Clinton mit 42% der Stimmen zum Präsidenten gewählt wurde. Aber nochmal, 19% der Stimmen und nicht einen einzigen Wahlmann. Nicht? Und das ist natürlich letztendlich das Schicksal von Jill Stein und auch von Herrn Johnson. Und wenn es nicht eine ganz, ganz knappe Wahl ist und diese dritten, vierten Kandidaten einer Partei deutlich mehr Stimmen wegnehmen als der anderen, sind sie bedeutungslos. Ja, das ist alles richtig. Ich würde vielleicht zwei Sätze dazu sagen, was die Green Party betrifft, die Grüne Partei in den USA oder andere Parteien, die wirklich jetzt an Zustimmung gewinnen durch Protest. Bernie Sanders ist nicht mehr da, aber dieser Frust, diese Sehnen nach einer authentischen Stimme, eine unverbrauchten Stimme, sagen Sie, auf der linken Seite, auf der sogenannten linken Seite der amerikanischen Politik, ist da, ist genuin, ist bewegt. Und wie viele Stimmen das von Hillary Clinton möglicherweise wegnimmt, dankeschön, ist eine offene Frage, ob es eine entscheidende Rolle zum Beispiel wie Florida 2000 in Ralph Nader spielt, das bezweifle ich. Aber Christoph hat es angesprochen, dritte Parteien können eine der zwei Kandidaten schwächen, manchmal entscheidend so. Aber in dieser Runde, ich bezweifle das. Die größere Gefahr wäre auf alle Fälle für Hillary Clinton da, was wirklich Protestbewegungen auf der linken Seite betrifft. Okay, danke. Also, ich hatte jetzt zwei Meldungen mindestens hier vorne gesehen. Erst der Herr, genau, der gerade die Hand hebt, und dann die Dame, zwei davor. Ja. Bitte, sagen Sie kurz den Namen. Meine Frage an beide Referenten. Ich war gerade in Schaumburg, Illinois, wusste gar nicht, dass Hillary Clinton daherkommt, habe aber jedenfalls in der Zeitung dort gelesen, dass gerade vielleicht ihre Wahlkampftaktik ist, eher in kleinen Veranstaltungen dezentral, aufzutreten, weil sie halt weiß, dass sie vor großem Publikum nicht so gut wirkt und weil ihre Taktik, so stand es jedenfalls in der Chicago Tribune, sei, den Trump sich totlaufen zu lassen mit seinen öffentlichen Darstellungen. Hier bin ich dann gerade zurückgekommen, dass ihr das jetzt zum Nachteil bereichern könnt. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Also in amerikanischen Zeitungen heißt es, das ist gerade ihr Vorteil. Also gut, gleich noch die zweite Frage nehmen, weil ich vorstelle, dass da noch mehr kommen. Hier vorne die Dame, bitte. Danke. Einzel, ich habe zwei Fragezeichen und eine Frage. Sie haben Bernie Sanders verortet in der Mitte der Sozialdemokratie. Sie haben verwiesen auf die Forderung, die Studiengebühren abzuschaffen und die Reform der Anreiz im Gesundheitssystem. Nach meinem Kenntnisstand, ich habe einiges darüber gelesen, schwebt Ihnen keineswegs vor, eine Krankenversicherung wie in Deutschland, sondern eher einen öffentlichen Gesundheitssystem wie in Großbritannien.
Und das wäre dann sehr viel mehr Staat, als wir es in Deutschland haben, in unserem Gesundheitssystem. Und das, was ihm vorschwebt beim gesetzlichen Mindestlohn, geht auch weit über das hinaus, was Sozialdemokraten für Deutschland fordern. Und seine Forderungen zur Regulierung der Banken gehen auch weit über das hinaus, was in der deutschen Sozialdemokratie diskutiert wird. Also ich sehe ihn im linken Bereich der Sozialdemokratie, wenn nicht sogar vielleicht bei der Linkspartei. Und hier schließt sich jetzt meine Frage an. Hillary Clinton hat sich mit ihren Positionen etwas nach links bewegt, um die Auseinandersetzung zu gewinnen. Das war schwer genug für sie. Ich sehe darin reine Taktik. Sehen Sie es anders? Würde sie, wenn sie gewählt wird, ernsthaft versuchen, einige dieser Positionen umzusetzen? Bernie Sanders hat sich ja ausgesprochen auch für Steuererhöhungen und die Abschaffung der Studiengebühren, die ja enorm hoch sind und zu extremen Schuldenbergen geführt haben, bei vielen aus der Mittelschicht. Würde sie in diese Richtung eher gehen wollen? Ihre Beratergruppe lehrt mich etwas anderes. Teilen Sie die Einschätzung, es ist rein taktisch. Das war meine Frage. Dann noch mein letztes Fragezeichen zur Republikanischen Partei. Ich teile ja die Einschätzung, dass man eine funktionsfähige Republikanische Partei in der Zukunft braucht, die ernst genommen werden kann auch. Sie haben gesagt, die Rechtswendung begann in den 60er Jahren im Zusammenhang mit der Bürgerrechtsbewegung. Aber wenn ich an Markt und Staat denke, also die Auseinandersetzung um diese Frage, dann war es ja Roosevelt, ein Demokrat, der die linke Politik in den USA angeführt hat über New Deal. Und die Republikaner von rechts waren strikt dagegen. Also es begann nicht in den 60er Jahren bei den Republikanern, sondern man muss es eigentlich aus meiner Sicht sehr früher ansetzen. Also, das waren ja jetzt drei Fragen, deswegen versuchen wir es zu sortieren. Vielleicht die Fragen zur Kandidatin Hillary Clinton stärker rechts, nicht falsch interpretieren, aber Bernie Sanders links, auch zur Kultur, New Deal, würde ich vielleicht eher bei Professor Gerrit sehen. Können Sie anfangen? Wenn Sie wollen, ja. Also, Sie sind bestens informiert, gerade was Bernie Sanders betrifft. Sie haben absolut recht, er hat Deutschland weniger gelobt als Dänemark eigentlich in seiner Wahl. Was Mindestlohn betrifft zum Beispiel, Sie haben absolut recht. Er fände sich zu Hause unter den Linken, was Mindestlohn betrifft. Er redet ständig von $15 die Stunde, sogar mehr, je nach wo man sich in den USA befindet. Also Lebenskosten sind deutlich höher in New York oder Los Angeles als im Mittelwesten zum Beispiel. So, das variiert sich ein bisschen. Aber Sie haben absolut recht, also was das betrifft. Und was Krankenversicherung betrifft, auch noch einmal recht, so eher Kanada oder Schweden oder Dänemark ist sein Modell, nicht ein schwitzeres Modell, gemischt mit Privat und Staaten, da haben Sie auch recht. Und was Studiengebühren betrifft, ja, also ich würde sagen, das ist so ein sozialdemokratisches Modell, also niemand in Deutschland redet über höhere Studiengebühren, aber vielleicht auch ein bisschen skandinavisch in diesem Sinne. Also er ist sehr stark skandinavisch, stark progressiv geprägt und interessanterweise diese Botschaft, diese Narration, dann komme ich gleich auf FDR, weil der Vergleich ist sehr interessant aus meiner Sicht, kommt sehr gut unter immer mehr Amerikanern und auch in roten Staaten. Bei den letzten Zwischenwahlen 2014, in der Mindestlohn in den USA hat drei Stufen, Bundesebene, staatliche und lokale. So, ich rede nicht lange drüber, es ist ein komplexes System. Aber in den Ländern kann man über Mindestlohn abstimmen, Volksentscheide halten. Und 2014, 6 Staaten haben den Mindestlohn stark erhöht, also weit über den deutschen Mindestlohn. Okay? Wirklich Richtung die Linke, wenn Sie so wollen. In alle Staaten sind rote Staaten, wo die Republikaner die ganz klare Mehrheit haben. Und das ist ein Rätsel, das ist ein Fragezeichen. Wie haben wir in tiefroten Ländern in den USA, wo die Republikaner herrschen, klare Mehrheitsstimmung für eine schnell wachsende Mindestlohn? Das zeigt, wie schwierig die Lage ist zurzeit.
populistisch. Populismus im Sinne von, es ist vier, was ist links und was ist rechts inzwischen in den USA, was Wirtschaftspolitik betrifft. Und Sie haben absolut recht, das hat mit Franklin Delano Roosevelt in den 30er Jahren angefangen. Aber langsam, er musste sich hinbewegen sozusagen. Er war höchst skeptisch über Mindestlohn und John Maynard Keynes am Anfang. Nicht? Aber durch Leiden und Auseinanderdriften in der Gesellschaft, Radikalisierung der Politik, hat er gesagt, entweder wir bauen einen neuen Sozialvertrag für dieses Landes oder wir erleben in den USA, was Europa zurzeit erlebt. Und das wollen wir nicht. Also Europa war immer so ein Kontrastspiegel für Franklin Delano Roosevelt. Und was Hillary Clinton betrifft, man kann es so oder so sehen, das wissen wir nicht. Was sie sagen, ist vernünftig und möglicherweise richtig. Also sie gehört zu dieser elitären Gruppe aus New York, wo Steuern sind nicht unbedingt eine gute an und für sich. Aber was Bernie Sanders bewegt hat, und das sehen wir aus der Geschichte mit diesen sogenannten Third Parties oder dritten Partei, er hat durchaus den politischen Geist für diese Saison geprägt. Und Hillary Clinton weiß ganz genau wie Franklin Delano Roosevelt in den 30er Jahren, entweder wir schreiben den Sozialvertrag um, aber einen Donald Trump werden wir umso schärfer in der nächsten Runde erleben. Noch einmal, Trump ist nicht das Problem, er ist der Barometer für die politische Stimmung im Lande. Und entweder nimmt sie diese Abmessung wahr und ernst, oder es wird rauer werden im politischen Klima in den USA. Das weiß sie auch. Bitte. Ja, also bei der Frage der Rechtswendung und so weiter habe ich mich entweder missverständlich ausgedrückt oder Sie haben mich jetzt etwas überinterpretiert. Ich habe über den Zusammenhang gesprochen anhand der Südstaaten, dass in den Südstaaten in den 1860er Jahren die Republikaner die Partei der Sklavenabschaffung waren und dass wir den Wechsel der Südstaaten, das war jetzt nicht, welche Partei ist generell mehr progressiv und die andere nicht, sondern das bezog sich jetzt nur auf den Stellungswechsel der Betrachtung der Republikaner, der Demokraten in den Südstaaten, wie sich die Dinge entwickelt haben. Bernie Sanders, ich versuche das, ich meine, all diese Aussagen, wo sind die im deutschen System, das ist sowieso immer nicht richtig trennscharf, weil wir unterschiedliche Systeme haben. Ich versuche mir eine Idee davon zu geben. Ich würde schon eher dabei bleiben oder mehr der Meinung sein, dass Bernie Sanders mittlere SPD ist als wirklich links. Und anhand dieser Gesundheitsfragen, ich meine, solche Stichworte wie Single-Payer-Healthcare-System macht ja nur Sinn, wenn eine Person einzahlt. Das englische System, da zahlt ja niemand ein, das wird aus Steuergeldern bezahlt. Da haben Sie gar keine Frage, ob eine oder mehrere Personen einzahlen oder nicht. Deswegen, ich glaube schon, der meinte nicht das britische System und es muss jetzt nicht das deutsche sein, das könnte genauso gut das skandinavische oder wie auch immer sein, jedenfalls ein Gesundheitsversicherungssystem, in dem ein Verdiener für die ganze Familie einzahlt. Das ist ja letztens dieser Begriff Single-Payer-Healthcare-System. Gut, da wissen Sie besser Bescheid, wie auch immer. Aber jedenfalls dieser Begriff Single-Payer-Healthcare-System macht gar nicht Sinn, wenn man das britische System meint. Und eine ganz andere Frage ist wieder, was mache ich mit den Leuten, die gar nicht Geld verdienen, wo ich es nicht vom Lohn abziehen kann? Da kommen Sie dann natürlich wieder zu staatlichen Dingen. Die Hauptentscheidung ist, im Moment ist das amerikanische System heute durch private Versicherungen getragen. Es gibt nicht so etwas wie eine sozial vom Staat oder von einer vom Staat abgeleiteten Träger getragenes Krankenversicherungssystem. Und weil es dort dann. Aber das ist sozusagen der Gedankengang. Und so können Sie jetzt weitergehen zu anderen Fragen, Studiengebühren. Hillary Clinton will sicher nicht alle Studiengebühren abschaffen. Das ist auch nicht mehrheitsfähig in Amerika, weil dort der Gedanke herrscht, wer ein Studium hinter sich hat, verdient nachher mehr Geld. Also ist das ein Investment. Man sagt nicht, das sind verlorene Ausgaben, sondern es wäre ja ganz ungerecht, wenn man all die Leute, die nicht studieren, an den Kosten des Studierens über steuerfinanziertes Universitäten beteiligen würde. Nicht? Also Amerikaner denken da einfach anders. Die würden sagen, Studiengebühren sind ein Investment und dafür bekommt man später auch ein höheres Gehalt. Und deswegen sind die aus Prinzip nicht dafür. Und der Kompromiss war dann, dass Hillary Clinton sagte, na gut, ich kann mir vorstellen, dass bei staatlichen Universitäten die Studiengebühren sinken sollen, aber die teuren wie Harvard, also die privaten Unis wie Harvard, Yale, da käme Hillary Clinton nie auf die Idee, dass man denen vorschreiben sollte, wie die Studiengebühren auszusehen haben. Das wäre ja auch ein Eingriff des Staates in ein privates Unternehmen. Nicht? Das geht dann wieder aus amerikanischer Sicht nicht. Sie haben völlig recht mit Ihrer Beobachtung, dass Bernie Sanders mit seinem Wahlkampf Hillary Clinton in mehreren entweder emotional entscheidenden oder ideologisch entscheidenden Dingen weiter nach links getrieben hat, als sie wollte. Zum Beispiel bei der Freihandelspolitik.
Hillary Clinton ist nicht eine Freihandelsgegnerin. Die ist nicht der, von ihren inneren Überzeugungen nicht der Meinung, dass Freihandelsverträge schlecht sind für Amerika. Die würde vermutlich in der heutigen Stimmung keine öffentliche Debatte darüber führen, ob NAFTA gut oder schlecht ist, weil sie weiß, das kann sie öffentlich nicht gewinnen. Aber sie war ja für das nordamerikanische Freihandelsabkommen, als es anstand. Und heute ist halt in Amerika üblich, so darüber zu reden, als sei das zum Nachteil der Vereinigten Staaten ausgegangen, was ich sehr bezweifelt würde. Aber ich glaube, dass das, was man heute als Verluste vom Freihandel beschreibt, sind eigentlich Strukturwandelsverluste. Und natürlich hat Amerika einen riesen Vorteil davon, dass Märkte offen sind, nicht ganz so große wie Deutschland, weil Amerika als Binnenmarkt schon so riesig ist. Das ist nicht, der Exportanteil ist für Amerikaner nicht ganz so wichtig wie für uns. Unser Wohlstand lebt davon, dass wir exportieren können und Freihandel haben. Aber das ist ein anderes Thema. Steuererhöhung. Es gibt Themen, da kann man Reden halten, weil das gut ist für die Mobilisierung der eigenen Klientel. Und es kostet gleichzeitig nichts, weil man weiß, dass es dafür keine Mehrheiten im Kongress geben wird. Steuererhöhungen sind so ein Thema in Amerika. Es ist schwer vorstellbar, dass mit den Kongressmehrheiten, die wir uns vorstellen können, dass sie real entstehen, dass die für eine Steuererhöhung bei Reichen stimmen werden. Ist halt leider nicht so. Amerikaner ticken da anders als wir. Also deswegen ist das alles auch manchmal so ein bisschen im Graubereich. Und das Letzte ist, Hillary Clinton interessiert, nicht zu große Auftritte zu haben. Ja und nein. Also ich glaube, da gibt es nicht so ein wirkliches, klar gibt es eine Vorstellung, ob jemand gut Venues, also Räume mit 30.000 Leuten füllen kann, wie Barack Obama und wer vielleicht eher mit einer Größenordnung von 6.000 bis 8.000. Aber die eigentlichen Entscheidungen sind eventgetragen. Niemand möchte gerne eine Veranstaltung organisieren, wo am Ende der Raum nur halb gefüllt ist. Das gibt garantiert schlechte Bilder und schlechte Presse. Also im Zweifel sind Sie immer gut daran, wenn Sie die Räume etwas kleiner planen als die Menge, die Sie erwarten. Dann sieht es immer so aus, als sei enormer Zulauf. Draußen sind noch Schlangen. Das hat zum Beispiel Donald Trump bis zum Erbrechen praktiziert und meistens kamen dann auch ausländische Journalisten nicht mehr rein, weil ja, sorry, we are already full und dann wurde auch nicht von den Leuten berichtet, die man gar nicht dabei haben wollte. Das sind viel wichtigere Fragen als jetzt, dass die Partei oder die Organisatoren ständig darüber nachdenken, ob eine Gruppe von 5.000 oder 3.000 oder 7.000 für Hillarys Auftritte besser wären. Viel wichtiger ist, dass man eben keinen zu großen Raum plant, weil das schlecht aussieht. Ich fasse nochmal nach, bevor dann Herr Peters dran ist. Trotzdem Hillary Clintons Wahlkampf, was erwarten Sie da von der Kampagnenanlage? Was Sie jetzt machen? Im Wesentlichen Mobilisierung, Mobilisierung, Mobilisierung. Aber das Entscheidende jetzt in der Hauptphase werden nicht mehr die Wahlkampfveranstaltungen sein, sondern die TV-Debatten. Wenn da was schief geht, also erinnern Sie sich nur mal an die kurze Schrecksekunde, als die erste Debatte zwischen Obama und Romney Obama nicht gut drauf war 2012 und alle sagten, oh Gott, jetzt ist auf einmal das Rennen offen, Obama sah schlecht aus. Und in diesem Jahr sind die Fernsehdebatten wirklich unkalkulierbar oder schwer kalkulierbar, weil die gar keine gemeinsame Kommunikationsebene haben. Und keiner von den beiden will sich auf die Ebene des anderen begeben. Also Donald Trump weiß gar nicht so viel über Sachprobleme, dass er sich eine Sachdiskussion mit Hillary Clinton leisten könnte. Sie strebt das natürlich an, dass man über Sachprobleme redet. Und wer weiß mehr, sie muss dann immer nur aufpassen, dass sie nicht wie die Streberin aussieht, die alle Details kennt. Denn das kommt nicht so gut an, das wissen Sie aus Ihrer eigenen Schulzeit, dass Streber, die alles wissen, nicht immer die beliebtesten sind. Aber Hillary Clinton weiß umgekehrt, dass sie sich auf diese Gefühls- und Beleidigungsebene nicht begeben kann, weil das Donald Trump viel besser drauf hat. Deswegen wird sehr, sehr viel von den Moderatoren abhängen. Nicht? Also um es mal etwas übertrieben zu skizzieren, Hillary Clinton möchte gerne eine Debatte führen über die richtigen Steuersätze oder über Industrieansiedlung. Und dann sagt der Trump zu ihr, Hillary, du willst dieses Land regieren, du kannst doch nicht mal deinen Mann kontrollieren. Und dann also die werden völlig aneinander vorbeireden. Nicht? Also da gibt es gar nicht eine Antwort auf den Punkt, den der andere angesprochen hat. Und deswegen wird so viel von den Moderatoren abhängen, wie die damit umgehen, mit dieser sehr schwer kalkulierbaren aneinander vorbei sich austauschen. Dass die Prognose nicht ist, dass an denen die Zukunft der größten Demokratie hängt. Aber jetzt ist Herr Peters dran. Ja, Sie haben ja vorhin festgestellt, dass es erstaunlich ist, dass so ein vielfältiges, großes Land wie die USA politisch mit zwei Parteien im Wesentlichen auskommt.
Meine Frage ist deshalb eine ganz einfache. Könnte Donald Trump, besonders dann, wenn er gewählt wird, aber vielleicht auch ohne, dass er gewählt wird, der Anfang vom Ende dieses Zwei-Parteien-Systems sein? Könnte also die republikanische Partei als erste auseinanderfallen? Frage für Sie, oder wenn sie nicht auseinanderfällt, könnte es daneben eine dritte Partei geben, die die republikanische Partei nur noch zum zweiten oder dritten Faktor macht? Ich gebe hier nach vorne noch ein bisschen Überlegzeit und das Mikro müsste schnell darüber, dann sammeln wir noch mal mindestens eine zweite. Wenn noch jemand da ist, gerne ein Signal geben. Maximilian Schröder. Ich habe eine Frage zur Spaltung des Landes, zur Spaltung der beiden politischen Richtungen. Ihnen ist der Begriff Gerrymandering, also Wahlkreisverschiebung, bekannt. Und zwar 2010 gab es die letzte Abstimmung oder die letzte Abstimmung in den einzelnen Bundesstaaten. Und dort haben es die Demokraten nicht geschafft, die Wähler zu mobilisieren. Und dadurch wurden die Wahlkreise teilweise so furchtbar zerstückelt und aneinandergereiht, dass es manchmal möglich ist, mit 30-35% in einem Distrikt die Wahlen zu stellen. Also es ist komplett undemokratisch. Und daraufhin ergibt sich jetzt, dass mindestens bis 2022 ein republikanischer Kongress zu erwarten ist. Und im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl, also ich nehme mal stark an, dass Frau Clinton gewinnen wird, wie stark kann sie überhaupt ihre Präsidentschaft ausführen, wenn sie definitiv einen republikanischen Kongress gegenüberstehen wird? Bitte. Was die Parteien betrifft, das ist eine ganz, ganz interessante Frage, eine Frage, die mich sehr interessiert und beschäftigt. Wir können sagen, einfach aus der Geschichte haben wir immer wieder Protestparteien erlebt, Zersplitterung der Parteien. Aber durch dieses Wahlmännersystem ist immer der Anreiz da, sich zu konsolidieren, Allianzen zu schmieden. Die sogenannte große Zelttheorie der amerikanischen Politik, dass die Parteien schwach sind, hat Christoph angesprochen. Die kommen zusammen für Wahlen. Die bieten einen großen, großen Schirm an, wo ganz realpolitisch man zusammenkommt, um Machtziele zu erreichen zusammen. Man kann sagen, die USA hat zurzeit eigentlich 4 de facto Parteien schon. Also 2 unter dem demokratischen Schirm und 2 unter dem republikanischen Schirm. Aber die kommen zusammen, um die Wahlen zu bestreiten. So, was kommt nach den Wahlen möglicherweise? Ich sehe die größere Gefahr unter den Republikanern, wo einfach soziologisch, demografisch ein Teil der Partei, das war genauso mit Abraham Lincoln im 19. Jahrhundert, also eine Partei hat sich zersplittert und Lincoln und andere waren gegen die Sklaverei und haben immer mehr für diese Bewegung gekämpft sozusagen. Müssen wir sehen und abwarten. Ist es möglich, dass wir eine neue Partei haben nach den Wahlen? Also das will ich überhaupt nicht ausschließen. Demografisch, soziologisch, ideologisch, wenn man so will, im Sinne von politischen Philosophien. Was Gerrymandering betrifft, die Republikaner, also dieser Wahlkreis manipulieren sozusagen oder neu schneiden zugunsten einer Partei, da sind die Republikaner ganz gewieft. Die Demokraten sind nicht unbedingt ungewieft, was das betrifft auch. Ich sehe das ziemlich säkulär, je nach Staat. Ich komme aus Kalifornien, wo die Demokraten in der Mehrheit sind. Und die Demokraten, oder nehmen wir haben Chicago angesprochen. Chicago sehen wir auch ganz bunte Wahlkreise da, je nach zum Beispiel Latino-Ballungsräume. Da sieht man, da geht so ein Tunnel und dann 2 Blöcke, wie also Gewichthantel sozusagen. Das ist ein Wahlkreis, um die Latino-Stimmen zusammenzubringen für einen Wahlkreis. Das erleben wir immer wieder in Kalifornien oder je nachdem, wo man sich befindet. Das ist ein Problem für beide Parteien, wenn die Oberhand haben, ganz besonders was Länderpolitik betrifft. Und sie haben etwas sehr Ernstes angesprochen. Die Staaten, die Länder haben wirklich also das Sagen, was das betrifft. Und zum Beispiel in Kalifornien haben wir die Vorwahlengesetze geändert, mehrheitmäßig. Die Mehrheit der Wähler wollen das, damit Wähler aus beiden Parteien insgesamt für die andere Partei stimmen kann. So, ich habe meinen Zettel neulich bekommen zum Beispiel. Ja. Ich bin ein Demokrat, ich bin registriert mit der Demokratischen Partei, aber ich könnte auch für republikanische Kandidaten abstimmen. Und die Idee dahinter ist, diese Wahlkreismanipulation zu verwässern und zu schwächen. Und das ist wirklich eine Bewegung unter den Wählern. Das ist ein ganz entscheidendes Problem, was Sie da ansprechen, für die Demokratie, die Manipulation der Demokratie, um an der Macht zu bleiben oder Macht zu konsolidieren.
Ja, also ich glaube, wir machen uns manchmal gar nicht klar, welche enorme Auswirkung die Entscheidung über ein Wahlsystem für die politische Wirklichkeit hat. Mehrheitswahlsysteme haben einfach andere Auswirkungen als proportionale Wahlsysteme. Und wir in Deutschland sind proportionales Wahlsystem gewohnt. Und deswegen finden wir das merkwürdig, wenn andere Wahlsysteme zu anderen Ergebnissen führen. Aber die Amerikaner sind damit ja nicht allein. Auch die Briten praktizieren Mehrheitswahlrecht, die Franzosen genauso. Und Mehrheitswahlsysteme tendieren dazu, dass sie weniger Parteien zulassen. Das ist einfach so, weil sie als kleine Partei, also ist ihnen wahrscheinlich sehr sympathisch. Die britische Independence Party ist inzwischen eine relativ starke Partei. Wegen des Mehrheitswahlrechts hat die bei der letzten Wahl nur einen einzigen Abgeordneten bekommen, obwohl sie einen Stimmenanteil von 13%, 14%, 15% hatte, nicht? Also aus unserer Sicht völlig ungerecht, obwohl es uns vielleicht politisch dieses Mal ganz lieb war. Wir sind es gewohnt, dass die Stärke der Parteien im Parlament relativ genau abgebildet wird. Das ist halt unser Wahlsystem. Und das führt dann dazu, dass Parlamente eher zersplittern und die Mehrheitsbildung schwieriger wird. Und die Angelsachsen sind es halt gewohnt, dass man Mehrheitswahlsysteme hat. Das kann zu einer Verzerrung führen, dass man mit relativ wenig Stimmen relativ viele Sitze bekommt, aber man hat dann klare Mehrheiten fürs Regieren und Benefit of the Doubt, das nächste Mal können ja die anderen drankommen. Und solange Sie müssten das Wahlrecht ändern, damit das amerikanische Zwei-Parteien-System aufgebrochen wird. Und solange das nicht passiert, sind die Machtinteressen immer wichtiger. Sie haben die Spannung in der Republikanischen Partei gesehen, die Tea Party. Die ist natürlich nicht aus der Republikanischen Partei ausgetreten und hat eine eigene Fraktion gebildet, denn damit hätte man automatisch den Demokraten die Mehrheit gegeben. Und das macht man dann doch nicht, nicht? Also dann lieber die Konflikte innerhalb der eigenen Gruppe austragen, selbst wenn sie groß sind. Und zum Gerrymandering nur, ich bin nur kein Verteidiger des Gerrymandering, ich möchte nur die Herkunft erklären, weil das ja nicht deshalb gemacht wird, weil irgendjemand sich in die Idee gesetzt, in den Kopf gesetzt hat, wie mache ich es nur möglichst undemokratisch, sondern ich habe Ihnen vorhin beschrieben, wie schnell die amerikanische Gesellschaft wächst. Und das System der Demokratie ist, dass in jedem Wahlkreis gleich viele Menschen wohnen müssen, sonst ist keine gleiche Wahl. Amerika wächst nun aber an unterschiedlichen Ecken unterschiedlich schnell. Der Norden und der Osten verliert relativ an Bevölkerung. Auch dort wächst die Bevölkerung, aber nicht so schnell wie im Süden und im Westen. Das heißt, jede Volkszählung, alle 10 Jahre ist in Amerika Volkszählung, 1990, 2000, 2010, 2020, so kommen Sie zu Ihrer Zahl, wann sich da wieder was ändern könnte. Und nach jeder Volkszählung müssen die Wahlkreise neu geschnitten werden, weil sich einfach ergeben hat, wenn die Wahlkreise gleich sein sollen, verliert Ohio schon wieder einen Wahlkreis in New York und Arizona gewinnt einen dazu, Kalifornien gewinnt 2 dazu, Texas 1, nicht so. Und wenn dieser Staat eine andere Wahlkreiszahl hat, müssen auch die Wahlkreise neu die Grenzen gezogen werden. Und hier kommt das ins Spiel, was Sie sagen. Die Partei, die nach einer Volkszählung die Mehrheit in diesem Landtag hat, um es auf deutsche Verhältnisse zu übertragen, die darf die Wahlkreise neu schneiden. Und sie sind nicht zerstückelt, das ist nicht erlaubt. Es gibt eine Bestimmung, es muss ein zusammenhängendes Gebiet sein. Sie können nicht hier einen Punkt und da einen Punkt zusammenwürfeln. Aber Sie können hier eine große Blase bilden, dann einen ganz, ganz kleinen Landkorridor zu einer anderen großen Blase. Das ist erlaubt. Und wie macht man das nur theoretisch? Also Sie sind natürlich daran interessiert, Ihre Leute in möglichst viele Wahlkreise zu verteilen, damit Sie möglichst viele Wahlkreise knapp gewinnen. Und wenn Sie die Gegner in möglichst wenig Wahlkreise packen, dann können die den Wahlkreis mit 80% gewinnen, aber dann haben Sie im Prinzip 25% der Stimmen verschenkt, weil Sie mit 55% den Wahlkreis auch gewonnen hätten, nicht? Und das geht so lange gut, bis es kippt. Wenn Sie Ihre eigene Wahlkreise zu knapp schneiden und dann kippt da was, dann sind alle Ihre Wahlkreise auf einmal gegnerische Wahlkreise geworden. Aber wegen dieses Systems, deswegen steht da bei der parallelen Kongresswahl, sind die Republikaner im Vorteil. Weil die Republikaner in mehr Landtagen nach der letzten Volkszählung das Sagen hatten, fällt im Moment die Wahlkreiseinteilung ein bisschen zugunsten der Republikaner aus. Und so kann das sein, dass am selben Wahltag wird das Parlament gewählt und der Präsident und dieselben Wähler wählen demokratischen Präsidenten und trotzdem eine republikanische Abgeordnetenhausmehrheit. Das hat was mit dieser Wahlkreiseinteilung zu tun. Die nächste Volkszählung ist 2020. Entsprechend werden die Wahlkreise 2021 neu geschnitten und dann schauen wir mal. Zur Ehrenrettung der Amerikaner will ich nur sagen, Gerrymandering gibt es übrigens auch bei uns. Wenn Sie sich den Spaß mal machen wollen, gucken Sie mal, welche Wahlkreise das letzte Mal von einer oppositionellen Partei in Sachsen gewonnen wurden und was aus denen seitdem geworden ist.
Also das gibt es, oder auch bei der Bundestagswahl soll es jetzt einen Wahlkreis geben, den hätte eigentlich, glaube ich, NRW abgeben müssen, hat dann aber Thüringen abgegeben und der CDU-Generalsekretär hat noch seinen Heimatwahlkreis. Das hat sicherlich ganz andere Gründe, keine machtpolitische. Also wir sind da in guter Gesellschaft. Ich würde jetzt maximal noch eine letzte Fragerunde erlauben oder hätte auch hier vorne noch eine halbe Frage, die noch offen wäre und eine letzte Abschlussfrage. Das können Sie entscheiden. Wenn Sie sich melden, sind Sie noch mal dran. Da melden sich noch zwei, sogar drei. Dann machen wir es kurz und geben wir noch mal an Sie. Ich habe da, dort und hier eine Meldung. Fangen wir vorne an. Schulze Joachim, von der Sache her könnte uns ja sehr egal sein, wie sie die Amerikaner da gegenseitig totschießen. Was ist unsinn, das ist weit weg. Aber was mich interessieren würde, wenn der Trump rankommt, naja, müssen wir das Beste daraus machen. Aber wir sind unsere Atombomben hier im Eifel los. Prognose ist angekommen. Dann hatten wir hier hinten. Melden Sie sich gerne nochmal für unseren Helfer. Den habe ich gesehen, aber hier vorne war noch eine Meldung. Ich will jetzt niemanden dazu zwingen, sich zu melden, sonst bleibt das weg. Dann gehen wir dahin. Bin heute Fleischmann. Meine Frage ist, sehen Sie Gefahr, dass man sich vielleicht in Europa, auch in Deutschland, irgendwie überflüssig wird der amerikanischen Probleme, dass man sagt, der eine redet nur Plattheiten, der Trump, und die andere, die hinten kommt aus dem politischen Establishment, die ist festgelegt, die würde vielleicht schlimmstenfalls militärische Optionen wählen. Russland spielt im Augenblick bei uns keine Rolle, sozusagen in der Presse. Und die haben ja auch Duma-Wahlen demnächst. Und da sind mehr als 15 Parteien, die sich da bewerben. Und die haben sogar zwei Prinzipien bei der Wahl. Einmal wird aus den Wahlkreisen der Kandidat direkt gewählt mit den meisten Stimmen. Und dann gibt es sozusagen diese 5%-Hürde für das gesamte Land. Klingt eigentlich gar nicht schlecht. Also meine Frage ist, wenn man sich die Praxis in Russland ansieht, vielleicht könnte man sogar zu einer wenigen kritischen Einstellung kommen und sozusagen die Frage unserer Partnerschaft neu stellen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Dann war von die Runde, wenn hier niemand mehr zuckt. Wer will? Christoph, du kannst da. Okay. Also ich habe nicht so richtig die Befürchtung, wie nannten Sie das, dass uns die Atombomben abhanden kommen. Es gibt ja, also jeder neue deutsche Außenminister, und möglicherweise haben wir nach der nächsten Bundestagswahl ja auch wieder einen neuen deutschen Außenminister, die sind immer für den Abzug der Atomwaffen, bis dann ihnen mitgeteilt wird, dass es da noch ein paar andere Atomwaffen in der anderen Hälfte des Kontinents gibt und man sich eigentlich immer gedacht hat, wir ziehen die einen ab, wenn die anderen auch abgezogen werden. Also sinnvollerweise auf beiden Seiten abrüsten. Und so sind die Außenminister Fischer und Westerwelle immer innerhalb eines Jahres ziemlich schnell klug geworden und haben diesen These nicht mehr vertreten, dass man das einseitig machen soll. Natürlich wünsche ich mir, dass Atomwaffen abgerüstet und abgezogen werden, aber solange noch 2000 in Kaliningrad sind, sollte man vielleicht nicht 20 aus der Eifel abziehen. Nicht? Aber ja, natürlich ist das russisches Territorium, aber dennoch sind die doch im Zweifel auf uns gerichtet und nicht, wie soll ich mal sagen, auf den Iran oder was meinen Sie, wohin die russischen Atomwaffen zielen? Die russischen aus Russland. Die zielen dann sicherlich mal auf der Eifel erstmal, um die dort zu zerstören. Gibt es das nicht mehr? Ich glaube, wir wollen uns das heute Abend jetzt nicht zu plastisch vorstellen. Jedenfalls, ja, also sag ich mal so, mir wäre ganz wohl, wenn sie alle weg wären. Aber nicht nur die einen, sondern möglichst dann bitte beide auch. Und das führt ein bisschen auch zu der zweiten Frage. Naja, also wenn ich mit den russischen Kollegen rede, die nun nicht unbedingt der Partei des Kreml angehören und versuchen, Wahlkampf zu machen, das kann ziemlich unangenehm werden. Es sollen auch schon Leute erschossen worden sein. Also, dass das alles so demokratisch zugeht dort und jeder den freien, gleichen Zugang auch zu den Massenmedien hat, damit er überhaupt Wahlkampf machen kann, soweit ich neben meiner amerikanischen Tätigkeit Zeit habe, mich auch mit Russland zu beschäftigen oder
Sie meinen auch die Ebert-Stiftung, genauso wie die Böll-Stiftung, die haben ja alle Büros in Moskau, aber auch in Kiew. Und es ist sehr lehrreich, die Berichte zu lesen und kann Ihnen das nur empfehlen. Die sind ja auch über die Stiftung erhältlich, stehen auf den Webseiten. Naja, dann, also sagen wir mal so, ich glaube, die Russen können mit Demokratie noch ein bisschen üben, bis es richtig gut wird. Und ich würde mir das aber auch wünschen, dass sie das tun. Denn das Schönste wäre, wenn wir in der Tat mehr Demokratien auf der Welt haben. Vergessen Sie nicht, wir haben über 190 Staaten auf der Erde. Und wirklich echte Demokratien und Rechtsstaaten ist nicht mal ein Drittel davon. Und deswegen fallen ja auch Abstimmungen in der UN oft so aus, wie sie ausfallen, weil halt leider die meisten Staaten auf der Welt doch etwas autoritärer sind und weniger Rechte in der Praxis jedenfalls der Opposition und den Andersdenkenden geben, als wir uns das wünschen. Und das ist sozusagen bei all den Fehlern, die Amerikaner haben, und die haben auch eine Menge, die wollen wir nicht verschweigen, aber wenn man sich sozusagen aussucht, wo wir unser System bekommen haben, wir haben es nicht alleine erfunden. Ich glaube, da gab es mal einen Krieg und die Demokratie und der Rechtsstaat ist von außen nach Deutschland gebracht worden. Wir haben uns leider nicht selber von der braunen Diktatur befreit. Und da haben natürlich auch die Russen eine wichtige Rolle gespielt, gerade in diesem Teil des Landes unter enormen Verlusten. Aber was dann am Ende sozusagen dabei rauskam wo wir uns dann doch heute wertemäßig ein bisschen mehr aufgehoben fühlen, das ist, glaube ich, uns allen auch klar. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass die westlichen Verbündeten fehlerfrei sind und dass man da die Augen zumachen soll oder irgendwie von denen begeistert sein soll, überhaupt nicht. Aber wir haben allen Grund, selbstbewusst mit unserem eigenen System jetzt umzugehen und auch zu sehen, was wir daraus gemacht haben. Und das ist in Details und in vielen Lebensbereichen sehr, sehr verteidigenswert, auch gegenüber Amerika verteidigungswert. Und über diese Kulturunterschiede und diese unterschiedlichen Werte, davon handelt ja letzten Endes auch das Buch, immer im Versuch zu erzählen, warum die anders ticken. Das ist ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern es hat historische, gesellschaftliche Hintergründe, warum wir unterschiedlich ticken. Und das gilt nicht nur für die Amerikaner, das gilt ja auch in Europa mit Frankreich und Großbritannien. Das lernen wir im Moment auch, dass die leider die europäische Einheit noch nicht so weit ist, wie wir uns das eigentlich wünschen, damit wir unabhängig von Amerika unsere Interessen verteidigen können. War eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, auch nochmal mit einem Werbeblock für das Buch. Wir machen jetzt einen Punkt, glaube ich. Wir machen einen Punkt. Ich möchte an der Stelle herzlich danken.